Jetzt wechseln wir in die sogenannte allgemeine Finanzdebatte, an die angebunden sind unter anderem der Etat für das Bundesfinanzministerium oder die allgemeine Finanzverwaltung. Aber auch hier, wie gesagt, wird es in erster Linie um die politische Bewertung dieses Entwurfs gehen. Erster Redner ist Peter Böhringer aus der AfD-Fraktion. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, eine epidemische Lage von nationaler Tragweite besteht derzeit einfach nicht. Die Sterberate liegt in Deutschland 2020 nicht über dem langjährigen Durchschnitt. Zu keinem Zeitpunkt gab es eine Überlastung des Gesundheitssystems. Ja, genau. Schon die gesetzgeberische Einführung des Begriffs der epidemischen Lage war rechtsmissbräuchlich, weil er mangels objektiver Kriterien gegen den Bestimmtheitsgrundsatz des Artikels 80 Grundgesetz verstößt. Der Begriff wurde erst im März 2020 völlig neu erfunden. Der uralte und bewährte § 5 des Infektionsschutzgesetzes wurde dazu grundlegend verändert. Die Notlage von den Altparteien hier im Haus dann auch sofort ausgerufen und im Juli nochmals willkürlich bis heute verlängert. Und vermutlich wird die Regierung ja sogar noch eine weitere Verlängerung bis Ende 2021 vorschlagen. Die Fakultät für Gesundheitsrecht der Uni Regensburg bezeichnet dieses Vorgehen des Gesundheitsministeriums als verfassungsrechtlich hochgradig problematisch, als Ausnahmerecht, als Blankovollmacht und als Ermächtigungsgrundlage. Das von der Koalition seit Monaten vorgetragene Narrativ, wonach nur entschiedenes staatliches Handeln zur Begrenzung der Krankheitsfälle geführt hat, wir haben es ja eben wieder gehört, ist weiterhin völlig unbelegt. Vielmehr hat erst die seit April faktenfern anhaltende staatliche Überreaktion die größte Wirtschaftsreaktion der Nachkriegsgeschichte herbeigeführt. Darum wird die Haushaltsnotsituation des Artikels 115 2 Satz 6 Grundgesetz nun für den Haushalt 21 von der Bundesregierung erneut missbräuchlich genutzt, denn dieser Artikel verlangt, dass sich die Situation, also die Notsituation, der Kontrolle des Staates entzieht. Die Notsituation ist aber, wie gesagt, in gesundheitlicher Hinsicht nicht mehr gegeben. Und der Eintritt der wirtschaftlichen Not war im nunmehr dritten Corona-Haushalt des Bundes ganz sicher nicht mehr der Kontrolle des Staates entzogen. Die Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Schuldensonderregel des Grundgesetzes ist daher erneut nicht gegeben. Der PCR-Test zum Nachweis von Covid-19 ist derart unspezifisch, dass ein Großteil der infiziert Getesteten einfach nur falsch positive sind. Darum gibt es heute trotz angeblich fürchterlich vieler Infizierter nur sehr wenige schwer Kranke und nur noch extrem wenige wirklich kausal an Covid Sterbende. Selbst viel höhere Opferzahlen, weil ich hier diese Schreie höre, in den schweren Grippejahren der Vergangenheit haben niemals auch nur annähernd zu irgendwelchen Masken- oder gar Lockdown-Verpflichtungen geführt. Diese ganze moralinsaure Hysterie ist überflüssig. Warum bei Corona? Wir haben es nicht mit Ebola oder mit der Pest zu tun. Die AfD-Fraktion hat darum seit März die regelmäßige Überprüfung der Corona-Maßnahmen und seitdem in über 6 Anträgen immer wieder deren Aussetzung gefordert. Insgesamt, wir haben es gehört, begründet die Regierung inzwischen 315 Milliarden Euro Neuverschuldung seit März alleine nur über Corona. Diese Schulden werden die Bürger jahrzehntelang abstottern müssen, etwa 17 Milliarden Euro jedes Jahr über die nächsten 2 Jahrzehnte, nur wegen Covid-19. Und das sind die 750 Milliarden EU-Schulden noch gar nicht mitgerechnet. Die wirtschaftliche Existenz unseres Landes wird auf dem Altar von Annahmen und Spekulationen geopfert. Das Grundgesetz wird missbraucht zum uferlosen Schuldenmachen. Wir lehnen aus diesen Gründen die Corona-Verschuldung ab. Zwar sind, das ist wahr, viele Zahlungen wegen der durch das hysterische Regierungshandeln nunmehr bald depressiven Wirtschaftslage leider unabweisbar notwendig. Hierzu zählen zum Beispiel die Unterstützungszahlen für Kurzarbeit und Arbeitslose sowie andere Hilfsprogramme für deutsche Unternehmen und Bürger. Doch selbst diese notwendigen Ausgaben könnten 2021 aus Rücklagenmitteln bestritten werden. Also ohne Corona-Neuverschuldung, alleine nur über nicht ausgegebene Budgetreste in den Vorjahren, über die Asylrücklage oder über Einsparungen beim Klimafonds. Im Regierungsentwurf wird aber nichts davon angetastet. Die Steuereinnahmen 2021 sollen nur noch 295 Milliarden Euro betragen, also 10% weniger als vor Corona. Und selbst das ist noch sehr optimistisch. Das Szenario einer V-förmigen Erholung ist unwahrscheinlich und wird immer unwahrscheinlicher, je länger die Corona-Einschränkungen bestehen bleiben. Realistisch muss man eher davon ausgehen, dass im kommenden Jahr sich das ganze Ausmaß der Corona-Politik in Form von Massenkurzarbeit und Firmenpleiten zeigen wird. Auch die Haushaltseinnahmen
Aus vom Bund begehrenden Anleihen sind unbillig hoch, weil durch viel zu hohe Zinskoupons heute bereits gewaltige milliardenschwere Buchgewinne für den Bundeshaushalt realisiert werden, auf Kosten der Steuerbürger der kommenden Jahrzehnte. Man verstößt hier bewusst gegen die haushaltsrechtlichen Gebote der Klarheit und Jährlichkeit, nach uns die Sintflut, wie immer. Es muss darum nun endlich an den ideologischen Punkten gespart werden. 42 Milliarden für die EU, das ist nur die Direktzahlung, aber Milliarden für Klima, Weltbeglückung, Zuwanderung, hunderte Milliarden deutsche Haftung für EU-Neuschulden in völlig neuer Größenordnung. Dazu dann am Freitag hier etwas mehr, dann auch zum Wasserstoff-Wunschdenken und Märchen, das wir eben hier gehört haben. Zunächst hilft aber nur der sofortige Ausstieg aus der inzwischen nur noch irrsinnigen Corona-Lockdown-Maßnahmen jenseits jeder Verhältnismäßigkeit. Hinzu kommt, viele der mit dem Nachtragshaushalt eingeleiteten Programme stehen gar nicht in Zusammenhang mit Corona. Auch das wäre aber rechtliche Voraussetzung für die Inanspruchnahme der doch angeblich Corona-bedingten Ausnahmeverschuldung. Corona-Kreditgelder werden stattdessen für völlig krisenfremde Daueraufgaben verwendet. Sehr klar sieht das etwa auch der Bund der Steuerzahler. All das sind zentrale verfassungsrechtliche Probleme im Haushaltsentwurf 21 und übrigens auch schon im zweiten Nachtragshaushalt 2020. Auch die FDP scheint ja diese Rechtsprobleme zu ahnen. Zitat des Kollegen Dürr mit Genehmigung des Präsidenten hier im Bundestag am 2. Juli 2020. Dieser Bundeshaushalt verstößt gegen das Grundgesetz. Sie hatten damit ja recht im Juli, Herr Dürr. Leider haben Sie bislang nicht dagegen geklagt. Wir haben diese Klage nun vorbereitet. Schon im Oktober werden Sie und alle anderen Kollegen hier im Haus gerne von uns eingeladen, eine entsprechende Normenkontrollklage auf den Weg zu bringen. Wir sind sehr gespannt. Wir fordern die Bundesregierung auf, die Einschränkungen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens unverzüglich zu beenden, nur die kleine Risikogruppe wirklich wirksam zu schützen und die anderen Menschen endlich realistisch anstatt hysterisch über die geringe Covid-Bedrohungslage zu informieren. Stoppen Sie die Maskerade der Nation, ziehen Sie den vorgelegten Haushalt zurück. Noch sind nicht alle Branchen und nicht alle Menschen ruiniert, Sie arbeiten aber hart daran. Oder in den berüchtigten Worten Ihrer Kanzlerin, wir schaffen das noch. Peter Böhringer, AfD-Fraktion, haushaltspolitischer Sprecher und er ist auch Vorsitzender des Haushaltsausschusses, sagt, stoppen Sie die Maskerade. Man muss ihm zugutehalten, dass er heute Morgen zu unserem Interview mit Maske gekommen ist. Nächster Redner, Ralf Brinkhaus, Vorsitzender der Unionsfraktion und in der Liste hier im Bundestag steht Redezeit offen. Sind irgendwie immer noch 1 Million Tote, ne? 1 Million Menschen, die Väter, Mütter, Kinder und Ähnliche gehabt haben und dann einfach so zu sagen, das spielt alles keine Rolle. Herr Präsident, meine Damen und Herren, das ist schon ziemlich ambitioniert. Das ist schon ziemlich ambitioniert. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir haben viel über Zukunft geredet. Olaf Scholz hat das auch getan. Da können wir drüber reden, wie wir in der Zukunft leben wollen. Aber wir als Parlament haben auch die Verpflichtung, darüber zu reden, wovon wir in der Zukunft leben wollen. Und wenn wir uns den Haushalt angucken, dann ist es richtig, ja, wir haben 96 Milliarden Euro Schuldenaufnahme. Ist das notwendig? Ja, es war notwendig, weil das ist Geld, was in die Gesundheit hineingesteckt worden ist und hineingesteckt wird, in die Wirtschaft hineingesteckt wird, in die Digitalisierung der Bildung hineingesteckt wird. Und vor allen Dingen ist es auch das starke Zeichen, dass wir in dieser Pandemie niemanden zurücklassen. Und das ist auch sehr wichtig. Und insofern ist es notwendig, meine Damen und Herren. Können wir uns das leisten? Ja, und ich habe es mit Freude vernommen, Olaf Scholz, dass Sie sich gerade eben zum Verfechter der schwarzen Null gemacht haben und gesagt haben, ja, weil wir in der Vergangenheit vernünftig gewirtschaftet haben, können wir uns das jetzt leisten. Und das ist wahr und es ist schön, dass bei Ihnen auch die Erkenntnis eingesetzt hat. Ich hatte das Gefühl in den vergangenen Haushaltsdebatten, dass wir da immer sehr alleine gestanden haben bei der schwarzen Null und bei der soliden Haushaltsführung und das immer verteidigen mussten. Gut, dass wir Kurs gehalten haben, meine Damen und Herren. Ist das ein Dauerzustand? Nein, das darf auf keinen Fall ein Dauerzustand werden. Schulden sind ein süßes Gift. Sie sind in zweifacher Hinsicht ein süßes Gift. Erstens, weil Schulden immer dazu führen, dass man der Versuchung erliegt, alle Probleme mit Geld zu lösen und Geld zu erschlagen. Und ich glaube, das ist nicht richtig, sondern wir müssen da ein bisschen intelligenter vorgehen. Und zum Zweiten ist es deswegen ein süßes Gift, weil man ja nicht selber was tun muss, sondern weil es die kommenden Generationen tun müssen. Und deswegen ist es auch nicht akzeptabel. Und ich glaube, wer hier in diesem Haus von Nachhaltigkeit, von Generationengerechtigkeit spricht, der muss auch von finanzieller Generationengerechtigkeit sprechen. Und deswegen muss es unser Anspruch sein, meine Damen und Herren, da so schnell wie möglich wieder rauszukommen.
und so schnell wie möglich wieder rauskommen. Da gibt es ja Ideen. Sie haben es im Gegensatz zu dem, was Sie in der Presse veröffentlichen, Herr Scholz, nur zart angedeutet. Der Beifall war da besonders groß. Da kann man ja Steuern erhöhen, da kann man es ja den Reichen nehmen. Das ist ja auch ganz einfach, weil da kann man es ja den anderen nehmen. Das ist aber auch deswegen ganz einfach, weil man da auch eins bei verschweigt. Wir reden doch bei Spitzensteuersätzen nicht über Fußballprofi, Showmaster oder ähnliche Leute, sondern wir reden über mittelständische Unternehmer. Wir reden darüber, dass diese Leute das Geld nicht haben, um es wieder in Arbeitsplätze zu investieren, meine Damen und Herren. Und ich habe monatelang mit Ihnen zusammengesessen und habe darum gebettelt und gefleht, dass wir endlich eine vernünftige Besteuerung von Personenunternehmen machen, von Einzelunternehmen machen, damit die entlastet werden. Und ich würde mich freuen, wenn wir das jetzt auf den Weg bringen könnten nach Ihrer Rede, meine Damen und Herren. Jetzt kann man natürlich auch über das Sparen reden. Ja, und das sollten wir auch tun. Wir haben es sogar im Koalitionsvertrag verankert, dass wir eine Aufgabenkritik machen. Und auch in schlechten Zeiten kann man mal darüber nachdenken. Leider ist da noch nicht viel passiert. Und ich finde, wir sollten die letzten Monate nutzen, um auch diesen Koalitionsvertrag umzusetzen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber am Ende des Tages ist es ja so, da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Und das ist absolut richtig. Es gilt das gleiche Rezept wie 2009. Wir werden aus dieser Krise nur rauswachsen können. Wir kriegen das nur hin, wenn wir ein Wirtschaftswachstum kriegen. Und jetzt kommt das Entscheidende. Wirtschaftswachstum nicht, damit Unternehmerinnen und Unternehmen höhere Gewinne machen. Das ist nie Selbstzweck, sondern es geht immer um gut bezahlte, Hubertus Heil, faire Arbeitsplätze. Das ist der Schlüssel, weil gut bezahlte, faire Arbeitsplätze schaffen Steuereinnahmen, schaffen Sozialversicherungseinnahmen, schaffen Binnenkonsum. Und Arbeitsplätze, meine Damen und Herren, sind der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Und deswegen muss es unsere gemeinsame Anstrengung sein, die Wirtschaft möglichst schnell wieder ans Laufen zu kriegen, damit die Menschen im Brot und Arbeit sind, meine Damen und Herren. Und dafür gibt es genau zwei Instrumente. Das eine Instrument, und da sind wir uns zumindest einig, ist die konsequente Bekämpfung der Pandemie. Einen zweiten Lockdown wollen und können wir uns nicht leisten. Und da ist viel Eigenverantwortung gefragt. Da ist gutes staatliches Handeln, Frau Bundeskanzlerin, zum Beispiel heute Nachmittag mit dem Ministerpräsidenten gefragt. Weil ohne dem ist alles nichts. Und das zweite ist, dass wir die Wirtschaft wieder ans Laufen bringen müssen. Und das ist eine Frage der Wirtschaftspolitik. Meine Damen und Herren, wir haben hier in den vergangenen Jahren viel zu wenig über Wirtschaftspolitik geredet. Und deswegen müssen wir jetzt diese Pandemie zum Anlass nehmen, dass wir auch einmal erklären, wie der Wohlstand in Zukunft denn entsprechend erwirtschaftet werden soll. Das ist wichtig und das ist entscheidend. Und wenn wir darüber reden, dann können wir natürlich sagen, der Staat macht das schon. Der Staat sorgt dafür, dass die Wirtschaft wieder läuft. Falsch. Die Einzigen, die dafür sorgen können, dass die Wirtschaft wieder läuft, sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Unternehmerinnen und Unternehmer, sonst niemand. Und deswegen, meine Damen und Herren, muss es doch jetzt so sein, dass wir ein Belastungsmoratorium machen, damit diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Unternehmerinnen und Unternehmer endlich wirtschaften können. Und das ist die Sache, die jetzt ansteht, meine Damen und Herren. Und wenn wir dieses Belastungsmoratorium machen, dann müssen wir uns mal überlegen, was wir in den Rucksack dieser Wirtschaft, die Arbeitsplätze schaffen soll, alles reinpacken wollen in den nächsten Wochen und Monaten. Und ich rate dazu, sehr, sehr zurückhaltend und vorsichtig zu sein. Wir müssen darüber hinaus einen Ordnungsrahmen schaffen. Das ist in der Tat die Aufgabe des Staates, einen Ordnungsrahmen zu schaffen. Und dazu gehören faire Arbeitsbedingungen, und das werden wir auch machen, Hubertus Heil. Wir müssen es nur mittelstandsfreundlich machen, aber das kriegen wir im Laufe der parlamentarischen Beratung auch noch hin. Dazu gehört aber auch, dass wir ein faires Steuersystem haben. Auch das ist ein Ordnungsrahmen. Meine Kollegen Fritz Günzler, Sebastian Brehm haben Vorschläge vorgelegt, wo es darum geht, eine faire, international wettbewerbsfähige Unternehmensbesteuerung zu machen. Und es ist kein Grund, dass wir die Krise haben, das jetzt sein zu lassen, sondern wir sollten es gerade jetzt angehen, liebe Freundinnen und Freunde. Es geht darum, wenn wir einen Ordnungsrahmen schaffen, dass wir faire Wettbewerbsbedingungen schaffen. Wir haben jetzt mit Peter Altmaier, mit der Bundesregierung, mit Christine Lambrecht was gemacht im Wettbewerbsrecht, um gegen die Plattformen vorzugehen. Auch das ist gut und richtig. Und es geht auch darum, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir einen freien Welthandel ermöglichen. Und was mich jetzt wundert, in der Pandemie und auch drumherum und auch in der Nachhaltigkeitsdebatte ist, wir gehen wieder zurück in einen nationalen Protektionismus. Protektionismus hat uns immer nur geschadet. Wir brauchen offene Märkte.
Und offene Märkte bedeutet auch, dass wir eine vernünftige Außenhandelspolitik machen. Und eine vernünftige Außenhandelspolitik bedeutet auch, dass wir uns auch nicht alles gefallen lassen. Wir haben Außenhandelsinteressen. Und wenn es Länder gibt, die Regeln dauernd verletzen, dann sollten wir das auch anmerken. Und wenn es Länder gibt, die uns nicht die gleichen Rechte geben, die wir bei ihnen haben, dann ist es eine Geschichte, die auch nicht geht, sondern wir müssen fairen Welthandel haben. Und das gilt für alle, die auf der Welt unterwegs sind. Und Rahmenbedingungen setzen bedeutet auch, dass wir das leisten in einer Wirtschaftspolitik für Arbeitsplätze, was der Einzelne nicht leisten kann. Das ist vernünftige Infrastruktur. Und da waren wir richtig gut, da haben wir richtig viel investiert. Und Olaf Scholz, Sie haben es gesagt, wir werden das auch weiterhin machen. Wir werden keinen Strömungsabriss in den Investitionen jetzt in der Krise haben, und das ist gut und richtig. Wir haben ein Investitionsbeschleunigungsgesetz auf den Weg gemacht. Und gut, dass Sie das endlich mitgegangen sind, weil das wird auch dazu führen, dass wir schneller investieren können. Das ist wichtig. Wir werden was im Bereich Bildung machen. Und im Bereich Bildung, da muss ich eins sagen, ich habe mich jahrelang dagegen gewehrt, dass der Bund Verantwortung für die Bildung von Kindern übernimmt. Und ich muss eins sagen, die Krise hat uns gezeigt, es geht nicht mehr anders. Die Digitalisierung der Bildung, das kriegen wir nur zusammen hin, wenn der Bund mit eingreift. Alles andere hat sich als nicht erfolgreich erwiesen. Und deswegen ist es gut, dass wir das jetzt auch entsprechend beschlossen haben und dass wir da auch gemeinsame Lösungen machen und vor allen Dingen auch versuchen, gemeinsame Standards in diesen föderalen Flickenteppich in der Digitalisierung der Bildung hineinzubringen. Es bedeutet aber auch, wenn wir über Rahmenbedingungen sprechen, dass wir eins brauchen. Und ich glaube, das hat hier nicht jeder kapiert. Ein Staat kann nur wirtschaftlich erfolgreich sein, wenn er auf Innovation und Kreativität setzt. Und Innovation und Kreativität, meine Damen und Herren, bedarf einer offenen, toleranten, liberalen Gesellschaft, sonst wird das nicht funktionieren. Und dementsprechend sollten wir alles dafür tun, dass es so bleibt, wie es ist, dass die besten Köpfe der Welt, so wie es momentan ist, gerne nach Deutschland kommen, hier forschen, entwickeln und viel, viel tun. Und es ist so, dass unsere außeruniversitären Forschungsinstitute da einen bemerkenswerten Zugang haben. Und ich denke mal, dieses Fund, das sollten wir uns auch entsprechend erhalten. Aber ich habe jetzt viel gesprochen über Rahmenbedingungen, die wir zu setzen haben. Wir brauchen auch Mut. Wir brauchen auch einfach mal den Mut, wenn wir zum Beispiel an Daten denken, nicht an die Datenschutzgrundverordnung zu denken, sondern an die Dinge zu denken, die man aus Daten machen kann und was für Chancen das für Gesundheit, autonomes Fahren und viele, viele andere Sachen mit sich bringt. Wir brauchen den Mut, meine Damen und Herren, wenn wir über mobiles Arbeiten reden, nicht über Rechtsansprüche und Schreibtischgrößen zu reden, sondern darüber zu reden, dass Familie und Beruf, das Leben im ländlichen Raum dadurch besser in Balance zu bringen ist, meine Damen und Herren. Und wenn wir diesen Mut haben, wenn wir diesen Mut auch aufweisen, dann bin ich auch überzeugt davon, dass wir aus dieser Krise gut rauskommen. Aber dafür müssen wir weniger auf Bürokraten und Bedenkenträger hören, sondern mehr auf Macher und Leute, die Ideen haben. Und ich glaube, das ist wichtig. Und wenn wir jetzt über den Bereich Unternehmensgründung sprechen, 10 Milliarden haben wir seit letzten Oktober da liegen. Es ist leider noch nicht umgesetzt worden von der Bundesregierung. 10 Milliarden Innovationskapital, das ist doch ein Zeichen. Darüber sollten wir uns unterhalten, nicht über Umsatzsteuervoranmeldungen und Kassenbons, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt kann man natürlich sagen, und das sagen auch einige übrigens aus unterschiedlichen Gründen, das ist aber alles nicht in Einklang zu bringen mit Umwelt- und Klimapolitik. Die einen sagen, für Umwelt- und Klimapolitik ist jetzt keine Zeit, weil wir haben eine große Krise. Ich teile das, Herr Scholz, das ist gefährlich, das ist eine Versündigung an unserem Land. Wir haben keine Zeit bei der Umwelt- und Klimapolitik, wir müssen schnell handeln. Und die anderen sagen, wirtschaftliches Wachstum und Umwelt- und Klimapolitik sind ein Widerspruch. Ich halte das für Blödsinn. Ich glaube, das ist eine große Chance. Und wir hatten das angesprochen im Bereich Wasserstoff, und ich will es an dem Beispiel auch erläutern. Natürlich können wir den grünen Wasserstoff, den wir brauchen, nicht alleine in Deutschland produzieren. Muss ja auch nicht sein. Deswegen haben wir 2 Milliarden eingestellt, wo wir gesagt haben, das kann auch in anderen Ländern produziert werden, Ländern, denen es heute schlecht geht. Aber was wir wollen als Deutsche, ist, dass wir der Ausrüster der Welt für Wasserstofftechnologie werden. Und dafür müssen wir unsere Anlagen bauen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir uns vereinbaren konnten, das auch jetzt auf den Weg zu bringen. Ich halte das für zukunftsgerechte Symbiose zwischen Umwelt und Klima auf der einen Seite und Wirtschaftspolitik auf der anderen Seite. Wir müssen nur diese Umwelt- und Klimapolitik und die Wirtschaftspolitik so im Einklang bringen. Und ich habe das letzte Woche auch schon gesagt, dass der Kohleklumpel in der Lausitz, dass der Autoarbeiter im Saarland da genauso viel Spaß dran hat wie der Lehrer am Prenzlauer Berg. Weil wenn uns das nicht gelingt, dann werden wir darüber die Gesellschaft spalten. Und das darf uns nicht passieren, dass die Gesellschaft gespaltet wird.
Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Haushaltspolitik ist nie Selbstzweck, sondern es ist immer nur eine Sache, wo ein Ziel mit erreicht werden soll. Und dieses Ziel, und ich glaube, das ist das Dringendste, was wir erreichen müssen, jetzt in der Zeit, wo um uns herum die Welt in Krisen, ja, ich will nicht sagen zusammenbricht, aber viele Schwierigkeiten hat, ist, dass wir zusammenbleiben in diesem Land. Dass wir das machen, was wir auch in den letzten Monaten geschafft haben, dass wir das alles gemeinsam angehen. Und zusammenbleiben, dafür braucht es auch, dass wir die Leute mitnehmen. Auch in der Umwelt- und Klimapolitik mitnehmen, in vielen, vielen anderen Punkten auch mitnehmen. Ich halte das für entscheidend, weil wenn wir nicht zusammenbleiben, und das sehen wir in großen westlichen Demokratien, dann ist alles andere nichts. Und zusammenbleiben hat auch viel mit Respekt zu tun. Und das wird hier an der einen oder anderen Stelle auch gesagt. Und ich bin auch dafür. Respekt gegenüber den Schwächeren. Respekt gegenüber denjenigen, der dazugekommen ist. Respekt gegenüber dem Andersdenkenden. Aber wir sollten auch ein bisschen darüber reden, Respekt gegenüber denjenigen Leuten, die diese Gesellschaft stützen und tragen. Und ich sage es nochmal, die Leute, die morgens aufstehen, ihre Kinder zur Schule bringen, zum Arbeiten gehen, abends im Ehrenamt tätig sind. Und ich denke mal, die sollten wir mehr im Fokus unserer Politik nehmen. Wir sollten mehr im Fokus unserer Politik nehmen, die Leute, die diesen Staat schützen. Unsere Polizistinnen und unsere Polizisten, unsere Soldatinnen und Soldaten. Und ich finde das eigentlich unerträglich, was da momentan in Kreuzberg-Friedrichshain abgeht, wo die Bundeswehr sagt, wir wollen helfen, und aus ideologischen Gründen gesagt wird, das machen wir nicht von Rot-Rot-Grün. Ziehen wir mal Bilanz darunter, der Haushalt 2021 ist unter dem, was wir beide gemeinsam vorgetragen, Herr Scholz, ein guter Haushalt. Wir werden im parlamentarischen Verfahren da noch die ein oder andere Änderung haben. Aber wir haben durchaus unterschiedliche Auffassungen, wie es 2022 weitergeht. Insofern nehmen wir die Finanzplanung zur Kenntnis. Wir haben unterschiedliche Herangehensweisen. Das hat sich auch in unser beider Reden gezeigt, Herr Scholz. Ich habe da genau zugehört. Sie haben mehrfach das Wort beschützen. Sie haben das Wort beschützen in den Mund genommen. Ja, beschützen ist gut. Aber ich glaube, der grundlegende Unterschied ist, dass Sie die Herangehensweise haben, der Staat regelt das alles. Und wir sagen, wir vertrauen mehr dem Einzelnen, wir vertrauen den Familien, wir vertrauen dem Ehrenamt, wir vertrauen den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, den Unternehmerinnen und Unternehmern. Und wir wollen gemeinsam mit Ihnen dafür sorgen, dass dieses Land stark genug ist, um die Herausforderungen der Zukunft anzugehen. Und ich kann nur eins sagen, wir als Union haben Lust auf Zukunft. Das zeigt sich in diesem Haushalt und das wird sich in den Beratungen zeigen. Ralf Brinkhaus, der Vorsitzende der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag, in der sogenannten allgemeinen Finanzdebatte, in der ja der Haushaltsentwurf des Bundesfinanzministers im Mittelpunkt steht und ob die Richtung stimmt. Das wird hier diskutiert zwischen den Fraktionen und dann haben wir ganz am Rande festgestellt, was den Haushalt 21 angeht, gibt es offenbar einen großen Konsens, aber die mittlere Finanzplanung, also die Finanzplanung zwischen den Jahren 2020 und 2024, da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Und ein ganz klein wenig könnte es auch mit dem Wahlkampf im nächsten Jahr zu tun haben. Otto Fricke für die FDP. Ist das vielleicht auch besser, weil man ja sonst zugeben muss, dass das, was gerade der Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU gesagt hat, nichts anderes war als eine scheinheilige Rede. Es war eine Oppositionsrede. Aber am Ende ist es doch so, das ist der Haushalt der Koalition. Und das, was Sie getan haben, war das, was Sie immer am Ende einer Legislatur tun. Wir wollten es eigentlich anders. Es ging leider nicht. Und wir machen bei allem mit. Und dasselbe werden Sie in Zukunft auch wieder machen. Und das ist das, was ich bei Ihrer Haushaltspolitik von CDU, CSU so wahnsinnig vermisse, dass Sie sogar hingehen und sagen, wir werden 96 Milliarden Schulden machen. Am Ende sagen, wir ändern ein klein bisschen. Und ich habe große Hoffnung, dass anders als das, was Sie gesagt haben, Herr Brinkhaus, der Kollege Rehberg noch mal klar machen wird, dass dieser Haushalt wesentlich verändert werden muss, damit er in Ansätzen auch nur verfassungsgerecht ist. Meine Damen und Herren, und die Rede davor, da sagt jetzt die SPD, die da applaudiert, die CDU applaudiert an der Stelle, ihr seid doch gar keine Koalition mehr, seien wir doch ehrlich. Das ist ein Kanzlerkandidatenhaushalt, das war eine Kanzlerkandidatenrede, das hat mit vernünftiger, nachsichtiger, umsichtiger Haushaltsrede und nichts mehr zu tun. Und das ist das, wohin wir in diesem Jahr kommen. Und das sind die roten Zahlen, die diese große Koalition uns am Ende dieser Legislatur hinterlassen wird. Meine Damen und Herren, das
Schlimme dabei ist, wenn man vergleicht, wie Sie, Herr Scholz, und wie Herr Brinkhaus das auch getan hat, wenn man vergleicht diese Notsituationen, dann sollte man auf einen Punkt ganz genau gucken. Nicht auf die Frage, mit wie viel Neuverschuldung man da erst mal reingeht, sondern man sollte schauen, mit wie vielen Mehrausgaben man da rausgeht. Und das ist der Unterschied zu Schwarz-Gelb und zu dem Koalitionsentwurf, den damals der hinter mir sitzende Präsident als Finanzminister vorgeschlagen hat. Nämlich zu sagen, wir halten nach einer Krise die Ausgaben stabil. Und was machen Sie, Herr Brinkhaus, mit Ihrer Koalition? Sie erhöhen nach der Krise. Und es ist Ihr Finanzplan. Es ist nicht der nur des Ministers, es ist der der Koalition. Deswegen, ja, ich weiß, Sie haben mit dem Kabinett und der Kanzlerin nichts zu tun. Es ist Ihr Finanzplan. Und dazu müssen Sie mal stehen. Und der sagt, die CDU will mehr Ausgaben, aber sie sagt noch nicht, mit welcher Steuererhöhung sie nach dem Ende der Legislatur dann daran gehen will. Und das halte ich für falsch. Meine Damen und Herren, das ist der letzte Haushalt dieser Bundeskanzlerin. Eigentlich ist das heute das Einleiten des Endes der vielen und auch vielen guten Jahre, das will ich gar nicht bestreiten, Jahre mit Angela Merkel. Aber ist es wirklich das, was Angela Merkel hinterlassen will? Sind es wirklich Rekordschulden? Dieser Finanzminister wird als Schuldenkönig in die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eingehen. Und diese Bundeskanzlerin wird diejenige sein, die die höchste Neuverschuldung innerhalb von 2 Jahren einem Volk überlässt, das in die Zukunft gehen muss, das investieren muss, das nachhaltig werden muss, das die Wirtschaft umbauen muss und das erkennen muss, dass Deutschland in dieser Welt eine ganz besondere Aufgabe auch weiterhin haben wird. All das ist das, was diese große Koalition hinterlassen wird und was sich mit diesem Haushalt andeutet. Und da kann ich nur sagen, vor dieser Zukunft kann man eigentlich nur die Augen zumachen, Herrn Brinkhaus zuhören und sagen, ach, wäre er doch wirklich das, was er vorgibt zu sein, nämlich ein vernünftiger Mensch. Er ist es aber nicht. Er guckt leider immer nur auf die nächste Wahl und Sie gucken nicht auf die nächsten Haushalte. Und da komme ich dann zu einem Punkt, der mich ganz besonders ärgert. Der Minister gibt es nicht zu. Sie deuten es an bei der Finanzplanung. Sie haben Lücken in Ihrer Finanzplanung. Ich glaube, wenn ich das richtig sehe, in 2022 10 Milliarden, in 2023 über 10 Milliarden und 2024 wieder 10 Milliarden. Wo Sie sagen, da besteht Handlungsbedarf. Für die, die das nicht wissen, wissen Sie, was das bedeutet? Diese Regierung legt einen Finanzplan vor, von dem sie noch nicht weiß, wie sie in den nächsten Jahren die Schulden bedienen kann. Und das sagen Sie dann auch noch. Darüber können wir ja noch mal reden. Seien wir doch ehrlich, Herr Brinkhaus. Sie wissen auch nicht, wie Sie das lösen können. Und deswegen kritisieren Sie das zwar, aber Lösungen haben Sie nicht. Ja, jetzt kommt, danke, Herr Brinkhaus, jetzt kommt meine Lösung. Jetzt kommt die Lösung meiner Fraktion. Und meine Fraktion wird anders als Ihre Fraktion und anders als Ihre Ankündigung, Herr Kollege Brinkhaus. Wenn Sie mich ansprechen, sollten Sie mir auch zuhören. Das ist ein Gebot der Höflichkeit. Ja, danke. Mit den Grünen können Sie später schäkern. Die werden dann die nächsten Schuldenhaushalte mit Ihnen machen. Das ist auch in Ordnung. Aber, Herr Brinkhaus, ich kann Ihnen für meine Fraktion nur eines ganz klar sagen. Wir werden diese Haushaltsberatung dazu nutzen, um genau die einzelnen Punkte anzugehen, die einzelnen Ausgabefragen hinzugehen. Das haben Sie nämlich nicht gemacht. Es gibt keine Ausgabe, die wesentlich gekürzt wird. Es gibt keine Subvention, die wesentlich gekürzt wird. Und was ich noch viel schlimmer finde, obwohl Sie behaupten, dass Sie in einer Notsituation sind, Sie als Koalition, sagen Sie, wir sind in einer Notsituation, aber wir werden neue milliardenschwere Subventionen machen und wir werden neue milliardenschwere Sozialleistungen machen. Das kann man alles machen, aber doch bitte nicht in einer Notsituation, sondern nach einer Notsituation. Sie aber sagen, Notsituation interessiert uns nicht. Und der Finanzminister ist, und das will ich dann auch deutlich zum Schluss sagen, der Finanzminister hat das doch sehr schön gemacht. Der Finanzminister hat ein paar Wochen vor dem Vorlegen des Haushaltes zu dem hinter Ihnen sitzenden Kollegen gesagt, ach übrigens, ihr braucht gar nicht sparen. Ich sage euch schon jetzt, wir machen eine Notsituation. Ihr könnt so viel ausgeben, wie ihr einigermaßen vernünftig wollt und was ihr immer schon wolltet. Und das ist die Art, wie man Haushaltspolitik für die Zukunft nicht machen darf. Wir werden zeigen, dass es besser geht. Herzlichen Dank. Otto Fricke war das, der haushaltspolitische Sprecher der FDP-Fraktion. Und Sie sehen, es geht ums Geld und damit geht es auch ums Eingemachte. Und jetzt gibt es eine Zwischenfrage. Klaus Ernst aus der Fraktion Die Linke. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Herr Fricke, Sie haben jetzt mit großem Enthusiasmus vorgetragen, dass Sie die Sparpolitik der FDP in den Vordergrund stellen würden, jetzt in der Krise. Jetzt verstehe ich allerdings nicht, wo Ihre Vorschläge geblieben sind, denn was Sie gemacht haben, war ja nur, dass Sie gesagt haben, Sie schauen die einzelnen Posten an. Sind Sie denn wirklich der Meinung, dass man in der jetzigen Situation möglicherweise mit einem eingeschränkten staatlichen Handeln die Pandemie überwinden? Können Sie sich vorstellen,
dass die Unternehmer dieses Landes, für die Sie ja immer eintreten, langsam sich fragen, was haben wir eigentlich noch in der FDP, wenn Sie uns kaputt sparen wollen in dieser Krise? Haben Sie eigentlich noch, haben Sie vielleicht auch Verständnis dafür, dass Sie sie deshalb auch mit Grauen von Ihren abwenden? Das zeigen die Umfrageergebnisse. Diese Pandemie und dieses Risiko erfordert, und da hat der Finanzminister recht, das sage ich auch als Oppositionspolitiker, dass man tatsächlich Geld in die Hand nimmt, um jetzt die Wirtschaft zu fördern, weil die Wirtschaft besteht nicht nur aus Unternehmen, auch aus Arbeitsplätzen, und die müssen wir jetzt schützen. Und was Sie machen, ist kaputt sparen der Wirtschaft in der Pandemie. Das ist der Ruin und keine Lust auf Zukunft, Herr Fricke. Das wollte ich Ihnen einmal sagen. Wenn Sie mögen, haben Sie das Wort zur Erwiderung. Sehr gerne, Herr Präsident. Ich danke für den ebenfalls zurückgegebenen Enthusiasmus. Aber, Herr Kollege, ich habe wirklich das Gefühl, dass Sie sich weder den Haushalt noch die Änderungsanträge der FDP in der Vergangenheit angesehen haben. Der Unterschied zwischen linker Politik, also dem, was Sie haben ja Herrn Scholz da gelobt und damit die CDU ja auch, der Unterschied zwischen linker Politik und liberaler Politik ist, dass ich in einer Krise nicht einfach sage, alle Ausgaben vor der Krise waren richtig. Und das finde ich interessant, dass Sie sagen, alle Ausgaben vor der Krise waren richtig. Da habe ich die Linke ganz... sind Sie nicht, sehen Sie, und damit stimmen Sie mir zu. Und es wird, und das wird unsere Aufgabe sein, wir haben das im letzten Haushalt mit über 400 Anträgen gemacht. Und noch was. Ich mache einen Sparvorschlag, damit dieser Staat als Sozialstaat sich in Zukunft auch das leisten kann, was er verspricht. Und ich will nicht, dass es in diesem Staat noch einmal passiert wie unter Rot-Grün, dass man am Ende erkennen muss, dass man Versprechen, die man gemacht hat, gegenüber Rentnern wieder rückgängig machen muss. Das ist der Unterschied. Es geht nicht um Sparen. Es geht darum, vernünftig zu haushalten, die Zukunft zu bewahren und diese Gesellschaft zusammenzuhalten und nicht etwas zu versprechen, was am Ende keiner halten kann. Das ist der Unterschied zwischen links und liberal. Und das war das kleine Nebengefecht zwischen Klaus Ernst aus der Linksfraktion und Otto Fricke aus der FDP-Fraktion. Der nächste Redner, den konnten Sie auch schon sehen heute Morgen bei uns im Interview, Dennis Rohde, haushaltspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Bundesfinanzminister hat uns heute einen Haushaltsentwurf vorgelegt, der in die Zukunft gerichtet ist. Ein Entwurf, der klar erkennbar eine soziale Handschrift trägt, eben eine Handschrift mit einem Staat, der sich als starker Partner in dieser Krise sieht. Der heutige Haushaltsentwurf, er kommt in einer Zeit großer finanzpolitischer Herausforderungen. Seit über einem halben Jahr ist unser Land von der Corona-Pandemie betroffen. Bei der einen oder anderen Rede, die bisher hier gehalten wurde, hatte man das Gefühl, dass das nicht der Fall wäre. Aber die Pandemie, sie ist eine der größten Herausforderungen in der Geschichte der Bundesrepublik. Die aktuellen Zahlen des IFO-Institutes sehen einen Wirtschaftsrückgang im Jahr 2020 von 5,2% vor. Das ist weniger, als wir mal befürchtet haben. Aber es ist auch im Verhältnis zur letzten Weltwirtschaftskrise immer noch besorgniserregend. Und diese Entwicklungen, sie stellen die Maxime unserer bisherigen Haushaltspolitik auf den Kopf. Es war uns als Deutscher Bundestag in den letzten Jahren immer möglich, all unsere Ausgaben auch durch die Steuereinnahmen des Jahres zu decken. Wir mussten keine neuen Schulden machen, wir mussten keine Kredite hierfür aufnehmen. Und noch mehr, es war uns in der Zeit sogar möglich, dass wir Rücklagen bilden konnten. Rücklagen, die wir in den kommenden Jahren brauchen werden und die wir in den kommenden Jahren auch nutzen werden. Denn ich bin überzeugt, die Haushaltspolitik der vergangenen Jahre, und da ist in der Koalition gar kein Widerspruch, die Haushaltspolitik der vergangenen Jahre, sie ist Grundstein dafür, dass wir heute und morgen weiterhin aus dem Vollen schöpfen können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das müssen wir auch. Wir erleben, dass der ganz große Teil der Bevölkerung sich an die Regeln hält, die wir uns auferlegt haben, um durch diese Krise zu kommen. Der ganz große Teil der Bevölkerung trägt Maske, der ganz große Teil der Bevölkerung hält Abstand. Und sie nehmen auch die Einschränkungen in Kauf, die auch wir als belastend empfinden. Und deshalb sage ich, ohne die Disziplin der Bevölkerung würde unser Land heute weder gesundheitlich noch ökonomisch so gut dastehen, wie wir im Kontext dieser Krise heute dastehen. Und unsere Aufgabe als Parlament und als Koalition ist es, für den gesundheitlichen Schutz der Bevölkerung auf der einen Seite zu sorgen, aber auch den dringend notwendigen Konjunkturimpuls für die Wirtschaft und somit für die Sicherung von Arbeit und Wohlstand auf der anderen Seite zu setzen. Beide Herausforderungen sind wir nachgekommen, mit zwei Nachtragshaushalten im Jahr 2020. Und dieser Herausforderung wird auch der Regierungsentwurf für das Haushaltsjahr 2021 gerecht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dass die
Wirtschaftskennzahlen sich heute besser entwickeln, als wir noch vor einigen Wochen erwartet haben. Ja, das geht zurück auf die Disziplin unserer Bevölkerung. Es geht aber eben auch zurück auf das entscheidende und konsequente Handeln von Regierung und Parlament in den letzten Wochen. Und ich will Beispiele nennen. Ich erlebe überall, dass die Absenkung der Mehrwertsteuer dazu geführt hat, dass eben für viele jetzt gerade ein entscheidender Kaufanreiz gesetzt wurde. Ein Kaufanreiz, der Geld von Sparbüchern in den Wirtschaftskreislauf geholt hat und der dafür gesorgt hat, dass Arbeitsplätze gesichert wurden, Arbeitsplätze von Menschen, die wiederum investieren können und nicht von Sozialversicherungsbeiträgen abhängig sind. Und wir haben das deutsche Erfolgsmodell, das Kurzarbeitergeld. Es war richtig, dass Hubertus Heil das Instrument leicht zu Beginn der Krise voll nutzbar gemacht hat. Millionen Jobs in Deutschland sind durch das Kurzarbeitergeld nicht verloren gegangen. Millionen Menschen in Deutschland haben weiterhin eine Perspektive bei ihrem bisherigen Arbeitgeber. Und ich sage, es ist richtig und wichtig, dass wir diese Brücke verlängern. Unternehmen müssen nach der Krise wieder erfolgreich sein können, und wir müssen ihnen dabei helfen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir tun das alles nicht zulasten der abhängig Beschäftigten. Dass wir die Sozialversicherungsbeiträge deckeln und nicht einseitig den Beitragszahl dann aufbürden. Das ist eben Ausdruck dafür, dass niemand etwas für diese Krise kann und dass die Bewältigung dieser Krise auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Und wir schauen nach vorne. Wir nehmen Geld in die Hand, um diese Krise hinter uns zu lassen. Und wir nehmen Geld in die Hand, um das Land für die kommenden Jahrzehnte fit zu machen. Uns ist klar, die Investitionen, die wir heute tätigen, das sind doch die Steuereinnahmen von morgen. Olaf Scholz schlägt daher richtigerweise vor, in den kommenden Haushalten zusammen 200 Milliarden Euro zu investieren. Das sind im Vergleich zur letzten Legislaturperiode immerhin 81 Milliarden Euro mehr. Wir liegen damit deutlich über Vorkrisenniveau. Und das sind die geforderten starken und deutlichen Impulse für unsere Wirtschaft. Das ist der Beitrag, den wir als Parlament leisten, um unsere Wirtschaft aus dieser Krise zu führen. So investieren wir 73 Milliarden Euro für Straße, Schiene und Wasserschiene. Wir investieren in den Ausbau des schnellen Internets, in 5G, aber auch schon in 6G. Es sind 2,8 Milliarden Euro etatisiert für künstliche Intelligenz und für Quantentechnologie. Wir stellen Geld für den Ausbau von Kindertagesstätten zur Verfügung, für die ja auch gerade deutlich in dieser Krise hervorgetretene noch große Problematik der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir setzen endlich die Grundrente um. Wir sorgen dafür, dass die Lebensleistung von Menschen anerkannt und respektiert wird. Und wir tun das aus Steuern finanziert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir helfen massiv beim Strukturwandel in den Regionen, die vom Kohleausstieg betroffen sind. Wir lassen die Kumpel in den Revieren nicht alleine. Wir stehen an ihrer Seite und helfen den Regionen, sich neu aufzustellen. Wir unterstützen die Länder bei der Schaffung von preiswertem Wohnraum. Und wir entlasten die Kommunen. Wir entlasten die politische Ebene, die für die Ausgestaltung des Lebens vor Ort verantwortlich ist. Und wir tun das nachhaltig jährlich mit 4 Milliarden Euro, liebe Kolleginnen und Kollegen. Uns ist aber auch bewusst, dass die Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie keine rein nationale Aufgabe ist. Die Bundesrepublik Deutschland, wir haben die Kraft, mit großen Unterstützungsprogrammen, mit großen Konjunkturpaketen die deutsche Wirtschaft zu stützen und sie wieder neu zu beleben. Aber gerade unsere Wirtschaft kann doch nur erfolgreich sein, wenn der Krise auch international begegnet wird. Dafür und deshalb stehen wir zu unserer Verantwortung innerhalb der Europäischen Union. Wir unterstützen die europäischen Programme wie SURE, dem europäischen Kurzarbeitergeld. Der Minister hat es gesagt, 80 Milliarden Euro Anträge, ein Riesenerfolg. Wir unterstützen den Wiederaufbaufonds, dem größten Konjunktur- und Investitionsprogramm in der Geschichte der Europäischen Union. Und wir unterstützen die Garantiefonds der Europäischen Union für kleine und mittlere Unternehmen. Nochmal, 60% der deutschen Exporte gehen in den europäischen Binnenmarkt. Unsere Wirtschaft ist eng verflochten mit Betrieben in Österreich, in Frankreich, in Spanien oder in Italien. Unsere Wirtschaft wird nur dann genesen können, wenn die europäische Wirtschaft in Gänze wieder auf die Beine kommt. Und auch dieser Herausforderung werden wir gerecht. Und wir stehen zu unserer Verantwortung darüber hinaus. Die Haushaltsansätze für humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit erreichen mit über 16 Milliarden Euro ein neues Rekordniveau. Das ist in Zahlen gegossener Ausdruck unserer Verantwortung für die internationale Staatengemeinschaft. Uns ist bewusst, dass wir national die Pandemie und ihre Folgen bekämpfen müssen.
Uns ist aber auch bewusst, dass wir die wirtschaftlichen Folgen in Gänze nur dann nachhaltig bekämpfen, wenn wir sie auch international angehen. Ab heute, liebe Kolleginnen und Kollegen, schlägt dafür die Stunde des Parlaments. Es liegt jetzt an uns, einen Haushalt zu beraten und zu verabschieden, der diese Krise wirksam bekämpft. Herr Finanzminister, lieber Olaf Scholz, ich danke Ihnen für diesen Regierungsentwurf. Es liegt jetzt an uns. Machen wir aus einem sehr guten Regierungsentwurf einen noch besseren Haushalt. Vielen Dank. Dennis Rohde für die SPD-Fraktion in der allgemeinen Finanzdebatte. Es ist ja so eine Art kleine Generaldebatte, wenn man so will. Morgen geht es dann richtig rund um neun mit der Generaldebatte. Und hier reden wir aber hauptsächlich über Haushalt und Finanzen. Und die nächste Rednerin ist Gesine Lötsch aus der Linksfraktion. Herr Minister Scholz, die zentrale Frage dieser Debatte haben Sie nicht beantwortet. Die lautet nämlich, wer soll die Rechnung bezahlen? Auf diese Frage müssen die Menschen in unserem Land vor der Bundestagswahl eine Antwort bekommen. Die Bundesregierung hat, das ist eindeutig, einen Wahlkampfhaushalt vorgelegt. Und das ist ein unehrlicher Haushalt, das müssen wir deutlich sagen. Schauen wir auf die Jahre 2020 und 2021. Dort sollen insgesamt 314 Milliarden Euro neue Schulden aufgenommen werden. Niemand weiß, wie sich die Steuereinnahmen in den nächsten Jahren entwickeln werden. Doch Sie haben jetzt schon eines in Stein gemeißelt. Union und SPD wollen nach der Bundestagswahl die unsinnige Schuldenbremse wieder in Kraft setzen. Wir als Linke halten die Schuldenbremse für einen ökonomischen Unsinn. Die Schuldenbremse ist eine Zukunftsbremse. Sie muss abgeschafft werden, meine Damen und Herren. Denn Sie müssen doch ehrlich sein. Wenn Sie an der Schuldenbremse festhalten, dann haben Sie nur zwei Wege. Entweder drastische Kürzungen im Sozialhaushalt oder Erhöhung der Steuern. Und welchen Weg Sie gehen wollen, das haben Sie den Wählerinnen und Wählern verheimlicht. Das nehmen wir nicht hin, meine Damen und Herren. Wir als Linke sagen ganz offen, wir fordern eine Vermögensteuer für Milliardäre und Millionäre. Wenn 45 Deutsche genauso viel besitzen wie der untere Teil der Gesellschaft nach den Zahlen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, dann ist das doch nicht normal. Da fordern wir endlich eine entschiedene Umverteilung, meine Damen und Herren. Die Volkswirte der Allianz haben ausgerechnet und vorhergesagt, dass die privaten Vermögen nach dem Jahr der Pandemie mit einem Plus abschließen werden. Auf der anderen Seite sind die Löhne in Deutschland in der Corona-Rezession im Rekordtempo geschrumpft. Das ist ungerecht. Das nehmen wir nicht hin, meine Damen und Herren. Die Pandemie trifft arme Menschen besonders hart. Und ich meine die Menschen, die schon vor der Pandemie arbeitslos waren und mit den unanständig niedrigen Hartz-IV-Sätzen auskommen müssen. Ich denke an die Menschen, die in der Pandemie ihre Arbeit verloren haben und keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben, weil sie zum Beispiel als 450-Euro-Kräfte arbeiten. Ich denke aber auch an die Menschen, die jetzt Kurzarbeitergeld beziehen und um ihren Arbeitsplatz bangen. Und gleichzeitig müssen diese Menschen noch die Demütigungen eines gewissen Herrn Merz ertragen. Der sagte nämlich gegenüber der Bild-Zeitung, zitiere, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht alle daran gewöhnen, dass wir ohne Arbeit leben können. Augenscheinlich kann er als Black-Roll-Man sehr stark von in der Situation ohne Arbeit zu leben. Aber ich hoffe, dass uns dieser Kanzler nicht beschert werden wird, meine Damen und Herren. Das ist kein christlicher Kanzler. Gegen den Megatrend, dass die Reichen reicher und die Armen ärmer werden, tut die Bundesregierung nichts. Gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin von Storch, AfD? Nein, das mache ich nicht. Gegen den Megatrend, dass die Reichen reicher und die Armen ärmer werden, tut die Bundesregierung nichts. Im Gegenteil, sie schützen den Reichtum der Reichen. Und das sind unhaltbare Zustände. Das muss sich endlich ändern in unserem Land. In der Krise ist der Niedriglohnsektor weiter gewachsen. Darum fordern wir endlich die Anhebung des Mindestlohnes auf 12 Euro pro Stunde und die Erhöhung der Hartz-IV-Regelsätze auf 658 Euro. Wir fordern eine Mindestrente, die Altersarmut verhindert. Und, meine Damen und Herren, wir brauchen jetzt ein ziviles Investitionsprogramm. Wir brauchen endlich Klimaschutz statt Aufrüstung. Davon sprach der Finanzminister und andere auch, Milliarden Euro für Investitionen zur Verfügung gestellt. Das klingt erst einmal gut. Doch wir haben ja erlebt in den letzten Jahren, dass die Bundesregierung eben nicht in der Lage war, das Geld sinnvoll auszugeben. Häufig fehlen in den Ämtern die Ingenieure, die neue Projekte planen oder bewilligen können. Die Wahrheit ist,
Die schwarze Null, die hier so hoch gelobt wurde, hat doch zu einer strukturellen Investitionsunfähigkeit geführt. Sie haben aus dem Investitionsstau eine Investitionskrise gemacht, und das muss sich endlich ändern. Beim Bildungsgipfel der Kanzlerin ist ja besonders deutlich geworden, von den 5 Milliarden Euro des Bundes für die Digitalisierung der Schulen sind zum Stichtag 30. Juni gerade 15,7 Milliarden Euro in die Länder geflossen. Das kann nicht sein. Das ist eine Bankrotterklärung. Meine Damen und Herren, wir brauchen ein Zukunftsprogramm für Bildung, Wohnen, Gesundheit und Klimaschutz. Ich freue mich auf die Beratung. Die Linke ist vorbereitet. Gesine Lötsch, haushaltspolitische Sprecherin der Linksfraktion und stellvertretende Vorsitzende ihrer Fraktion. Und es geht weiter mit den Haushältern, natürlich mit den Haushältern. Nächster Redner ist Sven-Christian Kindler, während es im Hintergrund noch einige Unruhe gab. Sven-Christian Kindler ist haushaltspolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, um es am Anfang direkt ganz klar zu sagen, wir unterstützen, dass in dieser Ausnahmesituation, in dieser schweren Pandemie, die Bundesregierung auch 2021 die Ausnahmeregel der Schuldenbremse in Anspruch nehmen will. Unternehmen, Beschäftigte, Bevölkerung muss jetzt in der Krise unterstützt werden. Man darf jetzt nicht noch in die Krise reinsparen. Das wäre völlig falsch. Doch wenn man zu Recht so viel Geld in die Hand nimmt, dann ist auch schon krass zu sehen, wer alles bei den Hilfsmaßnahmen und dann durchs Raster fällt und nicht im Haushalt berücksichtigt wird. Zum Beispiel weiterhin völlig lebensfremd, dass Solo-Selbstständige nicht auch ihre Lebenshaltungskosten mit ansetzen können bei den Rettungsmaßnahmen. Und warum weigert sich die Bundesregierung den Ärmsten der Armen, AG2-Empfängerinnen und ihren Kindern nicht einen befristeten, krisenbedingten Aufschlag zu geben? Das ist eine bewusste politische Entscheidung, die die Bundesregierung getroffen hat. Ich halte diese Entscheidung für extrem falsch und kaltherzig. Und Herr Scholz, Sie sind auf die Finanzplanung ab 2022 eingegangen. Sie planen dann 2022 zu den unveränderten Regeln der Schuldenbremse zurückzukehren. Und Sie haben es selbst gesagt, das führt zu einem, Zitat, finanzpolitischen Handlungsbedarf. Was für ein Euphemismus. Wenn man alle globalen Minderausgaben und globalen Mehreinnahmen zusammenzählt, haben Sie für die Jahre 2022 bis 2024 eine Deckungslücke von ca. 60 Milliarden Euro, rund 20 Milliarden Euro pro Jahr. Und das zusammen sorgt für eine massive Unsicherheit und einen gefährlichen Spardruck, Herr Scholz. Und das sieht man auch daran, dass in Ihrem Finanzplan Investitionen erst sinken und dann eingefroren werden. Und diese Probleme kippen Sie einfach der nächsten Regierung vor die Füße. Das nenne ich keine verantwortungsvolle Haushaltspolitik. Es darf kein Kaputtsparen nach Corona geben. Und was jetzt wichtig ist, dass es politisch verbindliche Garantien in Deutschland und Europa gibt, dass man nicht auf einen harten Sparkurs einschwenkt. Das ist extrem wichtig für Unternehmen, für ihre Planungssicherheit, für ihre Erwartungssicherheit, dass sie neben den schweren Belastungen, die es durch die Pandemie gibt, sich nicht noch auf sinkende Aufträge und auf sinkende Investitionen einstellen müssen. Und ebenso wenig darf es Einschnitte bei der kommunalen Infrastruktur geben, bei der sozialen Sicherheit oder bei der Grundversorgung. Das muss unbedingt verhindert werden. Herr Scholz, Sie haben in der Krise die Bazooka rausgepackt. Sorgen Sie dafür, dass nicht nach Corona die Abrissbirne kommt. Natürlich ist auch klar, dass es fair und solidarisch zugehen muss. Viele Menschen verlieren durch diese Krise, aber es gibt auch Menschen mit sehr hohen Einkommen, mit sehr hohen Vermögen, die durch diese Krise auch profitieren, die von staatlichen Rettungsmaßnahmen profitieren. Und deswegen ist auch richtig, dass wir sagen, wir brauchen einen fairen, solidarischen Lastenausgleich auch zur Bewältigung und zur Kostenteilung bei dieser Krise. Wir wollen, dass starke Schultern mehr tragen, denn sie können auch mehr tragen. Und Herr Scholz, Sie haben in Ihrer Rede, die streckenweise so eine Parteitagsrede war, auch zur Klimakrise geredet und gesagt, man müsste da weitreichende Entscheidungen treffen. Ja, dann fordere ich Sie auch, die Entscheidung auch endlich mal zu treffen im Kabinett. Denn man müsste, man sollte, man könnte, das reicht eben nicht. Und als Finanzminister haben Sie konkrete Verantwortung. Wo ist denn zum Beispiel Ihr Vorschlag für den Abbau von klimaschädlichen Subventionen? Bei der Flugindustrie, beim Diesel, bei der Plastikproduktion? Da ist viel zu holen, da kann man viel Geld einsparen. Das wäre ein sinnvoller Vorschlag für den Haushalt. Und ich verstehe auch nicht, Herr Scholz, dass Sie wieder so eine kurze Tilgungsfrist vorschlagen. Die schwarz-gelbe Landesregierung NRW sieht für ihre Corona-Kredite 50 Jahre Tilgungsfrist vor. Sie sagen jetzt 17 Jahre, und das führt zu Belastungen in den nächsten Haushalten. Ab 2023 sind es 6 Milliarden Euro Tilgung, ab 2026 sogar 11 Milliarden Euro.
Und deswegen sagen wir Grüne sehr klar, diese Tilgungsfristen müssen sehr langfristig und flexibel ausgestaltet werden, damit wir gerade die wirtschaftliche Entwicklung nach Corona, damit wir die Investitionen nach Corona nicht gefährden. Diese Tilgungsfristen müssen im parlamentarischen Verfahren geändert werden. Und diese Klimakrise macht eben auch keinen Urlaub während Corona. Wir haben das gesehen, Kalifornien brennt lichterloh. Wir haben den dritten Dürresommer in Folge und es gibt ein massives Waldsterben hier in Deutschland. Die Klimakrise ist längst da und längst bei uns angekommen. Und deswegen muss man jetzt eben investieren, jetzt in den Klimaschutz, in die Verkehrswende, aber auch in Digitalisierung, in Gesundheit und Bildung. Wir haben einen riesigen Investitionsstau in Deutschland und wir sagen, das ist gut angelegtes Geld, wenn man jetzt investiert. Man darf jetzt nicht nur die alten Strukturen konservieren, man muss jetzt mutig in die Zukunft investieren. Wir brauchen einen Aufbruch aus der Krise. Und Herr Scholz, Sie haben es auch angesprochen, unsere Industriegesellschaft steht vor riesigen Herausforderungen, vor großen Transformationen. Bei der Digitalisierung, besonders bei der Klimakrise, die größte Herausforderung seit 200 Jahren, haben Sie gesagt. Und gleichzeitig haben wir Situationen, wo die Zinsen historisch niedrig sind, sogar negativ bei Bundesanleihen. Und weltweit ist kein Trend in den nächsten Jahren für eine Zinswende zu erkennen. Und in dieser Situation, wo wir hunderte Milliarden Investitionsbedarfe haben, historisch niedrige Zinsen, und sich ganz, ganz vieles ändern wird. Da kann man doch nicht sagen, aber die Schuldenbremse, die lassen wir eins zu eins, so wie sie ist. Das sagen Union, das sagt der Bundesfinanzminister Scholz. Das ist doch keine kluge, keine sinnvolle Finanzpolitik. Da muss man doch Reformbedarf erkennen, den wir haben. Und deswegen sagen wir klar, wir wollen, wir brauchen eine Reform der Schuldenbremse. Ich sage Reform der Schuldenbremse, nicht Abschaffung. Wir wollen natürlich intelligente Regelungen zur Begrenzung von Staatsschulden. Aber wir haben auch in dieser Krise gesehen, wir sehen im Finanzplan, wir sehen beim Investitionsstau, dass wir über eine Weiterentwicklung der Schuldenbremse reden müssen. Und wir haben einen konkreten Vorschlag dafür gemacht, dass man Nettoinvestitionen, die neues Vermögen schaffen, die neue positive Werte schaffen, zum Beispiel beim Maschinenausbau, bei der Digitalisierung, bei der Energiewende, bei dem klimaneutralen und bei der Industrie. Da können wir neue Werte schaffen und es ist auch nur klug, die dann über Kredite zu finanzieren, gerade in historischen Situationen mit so extrem niedrigen Zinsen. Und deswegen erwarte ich auch, dass man sich diesen großen Herausforderungen, diesen großen Transformationsherausforderungen, die wir haben, auch stellt und ehrlich darüber diskutiert, wie können wir die großen Investitionen in den nächsten Jahren finanzieren. Dafür reicht der Finanzplan bei weitem nicht aus. Wir haben einen viel größeren Bedarf. Und dann erwarte ich auch, dass die Union und der Bundesfinanzminister Debatte da stellen. Wie können wir die Schuldenbremse sinnvoll reformieren? Diese Debatte steht an. Es ist höchste Zeit. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Eckhard Rehberg, CDU-CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Kollege Kindler, ich finde, Schulden machen ist ein bisschen platt, ist weder sexy noch geil. Ich sage Ihnen auch, warum mir das so geht. Es kann sein, dass wir unterschiedlich sozialisiert sind. Ich bin Flüchtlingskind. Und bei uns wurde zu DDR-Zeiten und konnte nur so viel verbraucht werden, wie wir hatten. So bin ich sozialisiert. Mutter Näherin, Vater Schiffbauer. Und vielleicht prägt mich das heute noch. Und ich bin eigentlich froh, dass vor gut einem Jahrzehnt, damals in der Finanzkrise, dieser Deutsche Bundestag die Schuldenbremse, so wie sie heute ist, eingeführt hat. Denn zur Nachhaltigkeit, wenn man über Nachhaltigkeit redet, dann gehört zum Klima auch die Nachhaltigkeit in der Haushalts- und Finanzpolitik. Das ist beides Generationengerechtigkeit. Alles beides gehört zusammen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es wird ja immer verglichen, die Finanzkrise 2009, 2010, jetzt mit der Corona-Krise und wie wir da rausgekommen sind. Die Schulden in den Jahren 2003 bis 2013 waren gut 300 Milliarden. Sind dieses und nächstes Jahr werden sie 314 sein. Es gibt nur einen gewaltigen Unterschied oder mehrere zu 2009, 2010. Ja, wir hatten einen Haushalt von 300 Milliarden und 86 Milliarden Sollverschuldung. Aber in 5 Kalenderjahren ist die Neuverschuldung auf null runtergegangen, weil es erstens keine Ausgabenzuwächse in der Zeit gab. Es gab keine Ausgabenzuwächse. Und zweitens,
Das wird heute nicht so sein, Herr Scholz. Die Zinsausgaben liegen seit Jahren bei 12 Milliarden, jetzt bei 9,7 Milliarden. Damals waren sie bei 40 und sind sukzessive runtergegangen, Stück für Stück. Und wir hatten im ersten Jahr 2010 ein Wirtschaftswachstum von 4,1% und 2011 von 3,9%. Das heißt, in zwei Jahren ist die Basis ganz schnell hochgegangen. Wir werden nach der Prognose nächstes Jahr auch ein Wachstum von 4,4% haben. Aber die Ausgaben wachsen deutlich in der Finanzplanung, in der alten und in der neuen. Und ob wir auch in den Folgejahren dieses Wachstum generieren werden können, ich glaube, das wird schwierig. Und deswegen reden wir in der Union nicht vom Sparen. Sparen ist nicht das Thema. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, Maß und Mitte halten ist, finde ich, schon das Thema. Maß und Mitte halten ist schon das Thema. Und deswegen ist es auch richtig, Kollege Kindler, dass es eine Bremse gibt beim Schuldenmachen. Und es heißt, dass das, was über die Aussetzung der Schuldenregel nach 115 Grundgesetz aufgenommen wird, auch wieder getilgt werden muss. Und ich bin schon dafür, dass noch diese Generation die Schulden tilgt, die sie heute zu verantworten hat. Und dass ich nicht sage, ich mache Zeiträume von 40 oder 50 Jahren und ich verschiebe ich auf die nächste und übernächste Generation. Das ist einfache Politik, Kollege Kindler. Einfach die Lasten wegschieben, die ich heute verursache. Das ist keine Unionspolitik an der Stelle. Und wenn hier beklagt wird, dass wir zu wenig für Klima tun, liebe Kolleginnen und Kollegen, guckt doch mal in den Energie- und Klimafonds rein. Wir haben dieses Jahr eine Zuführung von gut 26 Milliarden. Und von im nächsten Jahr stehen gute 26 Milliarden in diesem Fonds zur Verfügung. Und es ist, glaube ich, richtig, auch das ist Sozialpolitik in Anführungsstrichen, 10,8 Milliarden für die Stabilisierung der Netzentgelte zu nehmen. Und auch in Richtung FDP. Allein diese Entlastung von knapp 11 Milliarden plus 17 Milliarden Soli plus Kindergelderhöhung, das ist eine Entlastung der niedrigen und unteren Einkommen, insbesondere von 27 Milliarden Euro im kommenden Jahr. Erzählen Sie uns nicht, wie wir Sozialpolitik machen sollen und wie wir die Bürgerinnen und Bürger entlasten. Das können wir schon ganz alleine an der Stelle. Kollege Rode ist ganz umfänglich auf das eingegangen, was wir investieren. Ganz spannend finde ich das, was mir vorhin auf den Schreibtisch geflattert ist. Und Otto Fricke hat gesagt, wir versprechen, was wir halten können. Das ist ein Bauchladen, lieber Kollege Fricke. Ich habe mal kurz die Steuerentlastung überschlagen. 50 Milliarden. Ich komme auf 50 Milliarden Steuerentlastung, die die FDP strukturell in den nächsten Jahren vornehmen will. Soli ganz abschaffen, Mittelstandsbauch, da komme ich auf über 50 Milliarden. Übrigens, ganz spannend ist dann die Gegenrechnung an der Stelle. Ich bin ein großer Freund der Mütterrente, aus zwei Gründen. Beide. Weil ich meiner eigenen Frau nie erklären konnte, dass sie keine Mütterrente bekommt, weil unsere Kinder vor 1992 geboren sind. Und das Zweite, wisst ihr, warum die Altersarmut im Osten so gering ist? Gerade wegen der Mütterrente. Ja klar, wir haben ein Viertel der Altersarmut relativ wie im Westen und ein Hauptpunkt sind die Renten der Mütter. Und die Mütterrente hat mit dazu beigetragen, dass die Altersarmut im Osten so gering ist, gerade bei Frauen. Und da wären wir doch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir das würden zurückdrehen wollen. Aber besonders spannend ist bei euch der letzte Punkt. Den finde ich ja spannend. Hier wird 1 Milliarde ausgegeben, regulierte Freigabe von Cannabis für den selbstbestimmten und verantwortungsvollen Konsum. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hätte da geschrieben, Kiffen gegen Schulden, wem nichts anderes einfällt, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, der tut mir leid an dieser Stelle. Also passt mal auf, wenn ihr ja wenigstens noch dafür gesorgt hättet, mit dieser 1 Milliarde, dass im Rauschbereich regionale Produkte genommen werden, dann wäre ich ja vielleicht noch damit einverstanden gewesen. Das Wort. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, aber außer Mecklenburger Kräuterlikör kommt bei mir nichts in den Kühlschrank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wieder zum Ernst der Stunde zurück. Natürlich gibt es Reserven in diesem Haushalt.
Ich finde es nicht in Ordnung, Herr Scholz, dass die Reste von 2016 9 Milliarden bis heute auf über 22 Milliarden angewachsen sind, davon 5 Milliarden flexibilisiert. Warum? Warum schreitet das Bundesfinanzministerium nicht dagegen ein? Warum wird dort den Ressorts nicht stärker auf die Finger geklopft an der Stelle? Das finde ich eine Aufgabe für die Haushaltsberatung. Oder ein weiterer Punkt, die Abflüsse, Sondervermögen, Frau Killingen-Lötsch. Wenn der Bund mit den Ländern eine Verwaltungsvereinbarung schließt, mit allen 16 Ländern, und den Ländern das Geld zur Verfügung steht, Königsteiner Schlüssel oder wie auch immer, dann können Sie doch nicht für das Unvermögen, den Nichtabfluss dieser Titel beim Digitalpakt Schule, beim Schulsanierungsprogramm und beim Bund suchen, sondern sind die dafür verantwortlich, die das Geld bekommen und umsetzen müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Mecklenburg-Vorpommern hat zum Beispiel aus dem Schulsanierungsprogramm bisher nicht einen Cent umgesetzt. Und die Schulen bei uns sehen auch nicht gerade schick und schön aus. Und deswegen, glaube ich, sollten wir mal deutlich machen, wir stellen über 100 Milliarden im Bundeshaushalt insgesamt für Länder und Kommunen zur Verfügung. Aber dann ist die Verantwortung für die Umsetzung bitte nicht beim Bund, sondern vordringlich bei Ländern und Kommunen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, wie alle anderen Redner aus den anderen Fraktionen, auf intensive Haushaltsberatung. Und das Wort von Peter Struck gilt, es ist noch kein Gesetz so in den Deutschen Bundestag hineingegangen, wie es rausgekommen ist. Herzlichen Dank. Eckhard Rehberg, der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion, betont nochmal die Bedeutung des Parlaments in diesen Haushaltsberatungen, die jetzt in den kommenden Wochen anstehen, und dass ein Entwurf natürlich das Haus nicht so verlassen wird, wie es reingetragen wurde. Albrecht Glaser ist der nächste Redner AfD-Fraktion und der finanzpolitische Sprecher. Sehr verehrten Damen und Herren, es soll eine Zeit der großen Transformation werden. Die Infektions- und daraus resultierende ökonomische Krise liefern den Vorwand dafür, im gesamten Euroraum die Schulden- und Haftungsgemeinschaft so zu vertiefen, dass dann niemand dieser Gemeinschaft entrinnen kann. Ein großer Ökonom schreibt dieser Tage, Verschuldungsprogramme sind niemals Wachstumsprogramme, auch wenn Politiker dies tausendmal so sagen. Ein weiser Mann. Griechenland wurde 2010 EU-vertragswidrig mit 320 Milliarden subventioniert. Ergebnis: Rückgang des BIP bis heute um 20%. Italiens Verschuldung ist seit damals um 500 Milliarden angestiegen. Ergebnis: Nullwachstum in Italien seit 10 Jahren. Obwohl fast alle EU-Länder mit einer gewissen Berechtigung wegen der Corona-Kalamität große nationale Schuldenprogramme fahren, meint die Europäische Union, er müsse die Gunst der Stunde nutzen, um die EU von einer Wirtschafts- zu einer Schulden- und Transferunion umzugestalten. Emmanuel Macron sieht eine große Chance, dieses Ziel, das schon Mitterrand beseelt hatte, zu erreichen. Nichts anderes hatte er in seiner Rede im September 2017 in seiner Sorbonne-Rede gefordert. In England sagt man seit langem, the EU is a French affair with German money. Die EU soll 750 Milliarden verteilen, davon 350 als Geschenk, obwohl sie das Geld gar nicht hat. Sie soll deshalb Anleihen begeben, welche die EZB kauft, Kreis- und Ringverkehr. Als Alibi wird auf den Artikel 122 AEUV Bezug genommen, der jedoch ein außergewöhnliches Ereignis für einen Staat, einen Einzelstaat vorsieht. Das ist Corona sicher nicht, sonst wäre es keine Pandemie. Beim Maßstab der Mittelverteilung an die EU-Mitgliedstaaten spielt Corona daher auch keine Rolle. Mit einem Faustschlag auf den Tisch, so wird berichtet, musste Macron die sparsamen Vier unter Druck setzen, welche Machtmittel in Wahrheit gegen kleinere Staaten in der EU eingesetzt wird, kann man nur ahnen. Wie sieht die Transformation aus? Ein mittelfristiger EU-Haushaltsrahmen bis 2027 von über 1 Billion. Die EU-Umlage Deutschlands steigt danach von derzeit 30 Millionen auf 65 Milliarden jährlich, meine Damen und Herren. Eine dauerhafte Verdoppelung dieser Last, das wird der zweitgrößte Ausgabenposten im Bundeshaushalt sein.
Tage-2-Kredite über 1 Billion ohne Sicherheit, ohne Zinsen und ohne Rückzahlungsverpflichtung. 3,785 Billionen Anleihekäufe durch die EZB, zumeist als verbotene Staatsfinanzierung. 500 Milliarden Gemeinschaftsdarlehen aus ESM, EFSF, EIB, SURE, NGEU und ANFA, hat noch kaum einer gehört, ein Geheimabkommen, das jede Notenbank des Euroraums ermächtigt, selbst Euro zu erzeugen. Und nun 750 Milliarden kollektive Corona-Schulden einmalig und vorübergehend, wie es heißt, geplante Tilgung bis 2058. Apropos nächste Generationen, lieber Herr Rieberg, Verwendung jetzt, Tilgung durch die nächsten Generationen, daher die zynische Bezeichnung für dieses Projekt Next Generation EU. Deutschland wird dadurch mit 180 Milliarden belastet. An der Pathologie, die hier vorbereitet wird, meine Damen und Herren, ist die lateinische Münzunion 1865 von Napoleon III. Als Hegemonialinstrument gegründet zwischen Frankreich, Italien, Spanien, Griechenland und noch anderen Staaten im frühen 20. Jahrhundert gestorben. Gleichermaßen die skandinavische Münzunion und die Kronenunion. Dem gleichen Schicksal nähert sich die EU nun in riesigen Schritten, meine Damen und Herren, und Sie alle werden eifrig Ihren Beitrag dazu leisten. Herzlichen Dank. Albrecht Glaser aus der AfD-Fraktion hat die Runde der finanzpolitischen Sprecher eröffnet, die sich jetzt anschließt an die Haushaltspolitiker, die ja das erste Wort hatten in dieser allgemeinen Finanzdebatte, in der es um den Bundeshaushalt 2021 im Allgemeinen geht. Herr Präsident, Lothar Binding für die SPD-Fraktion. Heute ist ja die Haushaltswoche, also die Stunde der Haushälter. Und der Haushaltsausschuss ist zuständig für kluge Ausgaben. Ich bin aber Finanzpolitiker im Finanzausschuss, bin zuständig für die notwendigen Einnahmen, also im Wesentlichen Steuereinnahmen. Und worüber reden wir heute? Ja, zuerst, finde ich, müssen wir über den Dank reden an die, die uns die ganzen Einnahmen ermöglichen. Immerhin in diesem Haushalt sind projektiert 300 Milliarden und die kommen ja irgendwo her. Selbst in Krisenzeiten nehmen wir nur im Bundeshaushalt, Land, Kommunen kommen dazu, 300 Milliarden ein. Und ich finde, da haben wir unseren Steuerbürgern schon Dank zu schulden, denn die Basis fürs Gemeinwesen sind die Abgaben aller Einzelnen. Und diesen Zusammenhang, wenn man nicht versteht, macht man andere Steuerpolitik, als wenn man das Gemeinwesen vergisst und was es für uns bedeutet. Und ich bin Europa dankbar, weil ohne Europa würden wir so wie hier sitzen, gar nicht sitzen. Wir sind auf Europa angewiesen. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Mädchen Acquerdi wird sicher nachher zu Europa mehr sagen. Es hat vorhin jemand gesagt, die CDU als Antwort auf Ralf Brinkhaus, die CDU macht alles mit. Nun bin ich mal gespannt, ob das stimmt, weil wenn die Behauptung stimmt, es kam gar nicht von dir, die kam von jemand anderem, habe ich jetzt gerade vergessen. Aber das war die Aussage und da bin ich sehr gespannt. Das wäre natürlich super für uns, weil da würden wir nur noch was Richtiges machen. Also von daher, und dann hat jemand gesagt, er trägt die Lösungen meiner Fraktion, der FDP, vor. Und was kam dann? Kein einziges Beispiel. Weder wo, was, wie. Wie, ja, aber hat kein einziges Beispiel hier genannt. Das ist aber hier die Debatte für die Öffentlichkeit. Also, und gleichzeitig, und das, deshalb habe ich auch eben so etwas vorsichtig formuliert, hat derjenige, der das vorgetragen hat, von der Scheinheiligkeit der anderen gesprochen. Das fand ich grenzwertig und auch nicht anständig. Die Gesine Lötsch hat eine gute Frage gestellt. Wer bezahlt das alles? Und erklärt, entweder die Sozialleistungen sinken, oder die Steuereinnahmen steigen. Jetzt funktioniert aber Wirtschaftspolitik nicht so einfach. Es gibt in der Wirtschaft noch mehrere Parameter. Ich will vielleicht mal was sagen, dass diese Wirtschaftspolitik zu schlicht ist, etwas schlicht, nämlich kluge Investitionen zum Beispiel, die dienen auch diesem Zweck, Schulden abzubauen oder Schulden in der Wirtschaft zu marginalisieren. Und Olaf Scholz hat eine ganze Liste vorgetragen, entlang derer wir uns mit diesen Investitionen bekannt machen, nämlich Bildung, Klima, Entwicklungszusammenarbeit, ganz wichtig für Deutschland, Forschung, ganz wichtig für Deutschland, Verkehr, Digitalisierung. Und er hat gesagt, es kann ja nicht sein, dass wir alles ganz schlecht gemacht haben. Das war nicht übrigens falsch, weil anschließend kam eine Stunde Rede, was wir alles gut gemacht haben.
Also wir haben ganz viel gut gemacht in dem Haushalt und das kommt dann auch und das sichert unsere Zukunft, auch wenn wir jetzt in der Not richtig helfen müssen. Und wer die richtigen Investitionen versäumt, der vergeht sich an der Zukunft, weil das das Teuerste ist, was man machen kann. Im falschen Moment zu sparen, ist das Teuerste. Ich meine, der Ralf Brinkhaus hat gesagt, irgendwie, wir wollen es dann den Reichen nehmen. Also meine Gegenfrage, wem denn sonst? Also den Armen können wir es nicht nehmen, wenn wir in Not geraten, das ist klar. Und zwar allen, die was haben, die können was geben. Wer nichts hat, der kann auch nichts geben. Das ist schon die richtige Logik. Aber es ist ja umgekehrt. Die CDU will ja nicht den Reichen etwas nehmen, sondern die will ja uns hier im Haus und allen, die mehr verdienen, noch was geben, nämlich 10 Milliarden. Und die Logik verstehe ich jetzt nicht. Ja doch, ihr wollt den Soli für die abschaffen, also wollt ihr denen sozusagen etwas geben, was sie bezahlen könnten, mühelos. Ich kann es auch mühelos bezahlen, deshalb sollten wir auch dabei verbleiben. Und übrigens, wir vertrauen auch den Einzelnen, wir vertrauen auch den Unternehmen, wir vertrauen auch den Arbeitnehmern, das hast du alles gesagt. Wir haben großes Vertrauen in den Einzelnen und doch, die Unternehmen, denen du die Steuern senken willst, die wären gar nicht mehr am Leben, wenn die Gemeinschaft, also alle, den Einzelnen nicht geholfen hätte. Und dieser Zusammenhang, dass die Gemeinschaft von allen Einzelnen was bekommt, um dann, wenn es den Einzelnen schlecht geht, zu helfen. Diese Logik, die unterliegt diesem Haushalt. Deshalb ist er zukunftsfähig und deshalb ist es auch so ein kluger Haushalt. Und ich meine, für einen Steuerpolitiker ist es nicht ganz leicht zu sagen, wir wollen ja uns um Einnahmen kümmern. Worüber reden wir eigentlich diesmal? Wir reden über Steuermindereinnahmen. Weil wir jetzt ganz viel helfen, so wie die Haushälter durch Ausgaben helfen, helfen die Finanzer durch Steuermindereinnahmen. Zum Beispiel, indem wir die Kfz-Steuer umstellen und stärker am CO2-Output orientieren. Wir haben ein Familienentlastungsgesetz, das ist ein Riesenbetrag, 12 Milliarden für Kindergeld, für Kinderfreibeträge, für Anhebung des Grundfreibetrags. Es gibt eine Rechtsverschiebung der Kurve, ein bisschen technisch, aber das ist in jedem Fall Überkompensation der kalten Progression, auf die viele ja jahrelang rumreiten, obwohl sie schon lange kompensiert wurde. Wir haben den Behindertenpauschbetrag verdoppelt. Leider hat das sehr lang gedauert, aber ist total wichtig für die Leute, weil es denen richtig schlecht geht. Und wer ein bisschen Empathie hat, Einfühlungsvermögen, weiß, warum das so wichtig ist natürlich. Wir haben natürlich noch eine offene Baustelle zwischen uns. Wir wollen auch den Leuten die Grunderwerbsteuer umgehen durch den Share Deal. Da würden wir gerne ein paar Steuereinnahmen erhöhen, weil auch das Leute sind, die sich das leisten können, die diesen Trick anwenden. Im Jahressteuergesetz 2020 wollen wir den Investitionsabzugbeträge anheben für die Unternehmen. Das ist sehr gut. Also wir haben Mindereinnahmen zur Hilfe von Unternehmen, Arbeitnehmern, Familien. Und das ist eine kluge Zukunftspolitik, denn wenn alle überleben, dann haben wir die richtige Politik gemacht und darauf ist dieser Haushalt orientiert, sowohl in den Einnahmen als auch den Ausgaben. Sagt Lothar Binding, der finanzpolitische Sprecher der SPD-Fraktion. Und der nächste Redner kommt wieder aus der FDP. Die hat ja schon mit Otto Fricke hier einen Redner gehabt, der mächtig gegen das geredet hat, was der Bundesfinanzminister vorgelegt hat hier an seinem Regierungsentwurf für den Haushalt 21. Christian Dürr wird es da nicht viel anders machen. Ja, Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Bundesminister Scholz, Sie haben zu Beginn Ihrer Rede den Vergleich zur Wirtschafts- und Finanzkrise der Jahre 2009 und 2010 gezogen und haben gesagt, damals haben wir geholfen und auch jetzt müssen wir helfen. Da herrscht Konsens, der Vergleich zu dieser Krise ist grundsätzlich richtig. Aber damals haben wir es geschafft, in Deutschland aus einer Wirtschafts- und Finanzkrise und auch aus einer schwierigen haushaltspolitischen Situation, die FDP hat damals ja mitregiert, herauszuwachsen. Und warum haben wir das geschafft? Das haben wir geschafft aufgrund von Reformen, die Ihre Partei, die SPD-Politiker, und ich will Gerhard Schröder und an dieser Stelle auch gerade Wolfgang Clement nennen, meine Damen und Herren, Ihre Partei hat historische Verdienste um unser Land, weil sie eine Reformpolitik auf den Weg gebracht hat, die es unserem Land ermöglicht hat, aus der Krise herauszuwachsen. Und jetzt erleben wir eine Politik von Lieferkettengesetz. Wir erleben das Verbot der Werksverträge. Das wird nicht nur für die Fleischindustrie am Ende des Tages gelten. Und ein neues Unternehmerstrafrecht, meine Damen und Herren. Die SPD hat sich von Wachstum und dem Rauswachsen aus Krisen komplett verabschiedet. Und deswegen ist dieser Haushalt auf Sand gebaut und nicht auf die Zukunft, meine Damen und Herren. Und
Auch da der Vergleich zur letzten Krise, Herr Minister Scholz. Im Vergleich zur letzten Krise planen Sie, viermal so viele Schulden zu machen. Und die Rückzahlung der Schulden, die Sie jetzt planen, die wird frühestens im Jahr 2042 erfolgt sein. Die wird von Menschen, lieber Herr Kollege Binding, weil Sie gefragt haben, wer das zahlt gerade eben, die wird von Menschen zurückgezahlt, die jetzt noch gar nicht geboren sind in unserem Land. Mit Geld, ich will das in aller Klarheit sagen, mit Geld, und deswegen hat Herr Rehberg an einer Stelle recht gehabt, Maß und Mitte halten, mit Geld um sich zu werfen, das ist noch keine Politik. Sie planen an jedem einzelnen Tag 430 Millionen Euro neue Schulden. Das ist sozusagen eine gescheiterte Pkw-Maut an jedem Tag zusätzlich an zusätzlichen Schulden, meine Damen und Herren. Irgendwann, Herr Minister Scholz, wird Ihnen anderer Leute Geld ausgehen. Und das ist das Problem dieser Haushaltspolitik. Und alle reden ja davon, wie gut wir auf diese Krise vorbereitet sind, die Frage, die wir uns stellen, auch jetzt schon, wie gut sind wir eigentlich auf zukünftige Krisen vorbereitet? Ich will das deshalb in aller Klarheit sagen, und Haushaltszahlen, der Kollege Fricke hat das vorhin sehr deutlich unterstrichen. Die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, die wird man nicht dauerhaft auf Pump finanzieren können. Wir müssen wieder dazu kommen, dass die Wirtschaft den Staat finanziert und nicht, wie es die SPD plant, der Staat die Wirtschaft, meine Damen und Herren. Am Anfang war es richtig, und deswegen haben wir dem ersten Nachtragshaushalt als Freie Demokraten auch zugestimmt. Am Anfang war es richtig, sehr hart reinzugehen, meine Damen und Herren. Aber jetzt braucht Deutschland endlich eine haushaltspolitische Wende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Herr Scholz, Sie sind an einer anderen Stelle ja auch ehrlich. Sie reden von Steuererhöhung. Sie reden jetzt schon von Steuererhöhung. Das ist zwar grundfalsch, aber es ist zumindest ehrlich. Und deswegen will ich mich in Richtung der Kolleginnen und Kollegen der Union wenden. Ich frage mich, wo ist eigentlich Ihre Haushaltspolitik? Der Landesvorsitzende der CSU, Herr Söder und Ministerpräsident, fordert am Wochenende zum 100. Mal Steuersenkung, die Abschaffung des Solidaritätszuschlages, eine Unternehmenssteuerreform. Alles richtig. Das Problem, Herr Brinkhaus, nichts davon steht im Haushalt. In Richtung der Kollegen der CSU, Sie werden einem Bundeshaushalt zustimmen, von dem Ihr Parteivorsitzender das Gegenteil fordert. Das muss man erst mal hinbekommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Herr Brinkhaus? Nach Ihrer Rede frage ich mich, wie Sie diesem Bundeshaushalt eigentlich noch zustimmen können. Da sind keinerlei Entlastung drin. Übrigens, die CDU-CSU-Minister im Kabinett müssen dem ja auch zugestimmt haben, sonst hätte der Haushalt den Bundestag überhaupt gar nicht erreicht. Herr Brinkhaus, ich will Ihnen aber einen gewissen Sinn für Humor überhaupt gar nicht absprechen. Ich habe mir den Bericht des Vorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion mal angeschaut. Sehr interessant steht dort. Vor dem Hintergrund dessen, was Sie gerade gesagt hat, für uns als Union ist eine solide Haushaltspolitik die Grundvoraussetzung für einen handlungsfähigen Staat. Für die Freien Demokraten auch. Ich frage mich, warum die Union diese Politik nicht macht, die Sie hier beschreiben in diesem Bericht. Und dann weiter. Bundeshaushalt 2021, Priorität für Zukunft, Technologie und Innovation. Wenn man dann liest über den Einzelplan der Bundesministerin für Bildung und Forschung, dann schreiben Sie, für den Bereich Bildung und Forschung sind im Haushaltsjahr 2021 rund 20,2 Milliarden Euro vorgesehen, womit sich der Ausgaberahmen nahezu auf Vorjahresniveau befindet. Meine Damen und Herren, richtig ist, der Einzelplan, der in die Zukunft investieren soll, der sinkt von 5% am Gesamthaushalt auf 4,9%. Herr Brinkhaus, es ist das Gegenteil, was Sie hier gerade propagiert haben, was Sie an Politik in Deutschland machen. Das muss man an der Stelle unterstreichen. Und ich will, Herr Präsident, zum Schluss zwei Punkte sagen. Nur durch Wachstum, das wissen wir, werden wir aus dieser Krise herauskommen können. Nur durch Wachstum werden wir die Schulden zurückzahlen können. Und es gibt zwei Voraussetzungen für Wachstum. Das eine sind Entlastung, damit Unternehmen investieren können und private Haushalte konsumieren können. Aber das Zweite, meine Damen und Herren, ist, dass ausreichend Menschen am Arbeitsmarkt die Chance haben, dieses Wachstum zu erarbeiten. Sie haben, auch Herr Brinkhaus, vorhin von Einwanderung gesprochen. Deutschland ist das zweitälteste Land der Welt. Wir brauchen händeringend Einwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt. Aber Ihr Fachkräftezuwanderungsgesetz ist nicht einmal ein Tropfen auf den heißen Stein, meine Damen und Herren. Einwanderung in den Arbeitsmarkt, das ist die Voraussetzung für Wachstum und für haushaltspolitische Solidität in unserem Land. Das muss man mal in der Deutlichkeit sagen, liebe Kollegen. Und Kollegen. Also zum Schluss zweimal, sowohl beim Thema Entlastung als auch beim Thema Einwanderung im Arbeitsmarkt hat sich die Union nicht für die Zukunft, sondern für die Vergangenheit entschieden. Ich freue mich auf die Haushaltsberatung und würde mich freuen, wenn von dem Zukunftsspirit, den Sie in Ihrer Rede verbreitet haben, Herr Kollege Brinkhaus, am Ende sich auch etwas im Haushalt wiederfindet. Vielen Dank.
Christian Dürr für die FDP-Fraktion, wo er stellvertretender Vorsitzender ist. Und wir haben es auch schon beim Parteitag der FDP beobachten können. Die meiste Kritik erntet in diesen Tagen aus den Reihen der FDP Union und SPD. Der ansonsten bisher als Lieblingsgegner zu identifizieren oder die als Lieblingsgegner zu identifizierenden Grünen kommen relativ gut weg in letzter Zeit. Fabio De Masi ist der nächste Redner, finanzpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke. Mit vielen Milliarden zu stützen, weil sonst Unternehmen kaputt gegangen werden, Arbeitsplätze vernichtet worden werden, Steuereinnahmen weggebrochen werden. Und deswegen ist es Mickey-Maus-Ökonomie, verehrte Kolleginnen und Kollegen von der Union. Wenn man in die Krise kürzt, hat man am Ende mehr, nicht weniger Schulden. Aber wenn Sie eben, Herr Finanzminister, ab 2022 zur Schuldenbremse zurückkehren wollen, dann heißt das, dass Sie von jetzt 218 Milliarden in diesem Jahr auf 10 Milliarden Euro runterbremsen. Und das gibt eben eine dicke Bremsspur für die Wirtschaft. Deutschland befindet sich im Umbruch in der Automobilindustrie, bei der digitalen Infrastruktur, beim Thema Klimawandel. Und deswegen brauchen wir mehr, nicht weniger Investitionen in Deutschland, und zwar auch in der Zukunft. Und wenn wir für unsere Enkelkinder eine Universität bauen, dann ist es doch nur normal, dass das nicht nur die heutigen Steuerzahler bei Nullzinsen investieren, finanzieren. Und wir haben gleichzeitig das 2% Rüstungsziel. Haben wir denn jetzt die Verteidigungsausgaben etwa gekürzt, als die Wirtschaft eingebrochen ist? Das ist doch völlig verrückt. Sie setzen hier die falschen Schwerpunkte. Deswegen muss man sich ehrlich machen. Eine Rückkehr zur Schuldenbremse nach der Wahl heißt ein Kürzungshammer nach der Wahl. Und man muss dann eben auch sich hier ehrlich machen und sagen, wo man ran will. An die Leute, die den Laden am Laufen gehalten haben, an die Pflegekräfte, an die Kassierinnen, an die Kassierer, an die Polizisten oder eben an diejenigen in diesem Land, die profitiert haben in der Krise, wie die Quants und die Klattens. Und wir haben einen US-Präsident, Donald Trump, der hat nicht nur einen teuren Friseur, das Problem haben viele in diesem Raum hier nicht, aber der hat 750 Dollar Steuern gezahlt. Und darin drückt sich ja auch eine Bindung zum eigenen Land aus. So wie bei dieser Truppe hier rechts, die eben Deutschlandfähnchen schwenken, aber dann ihre Steuern in der Schweiz zahlen und sich freuen, wenn es dem Land dreckig geht. Sie lieben dieses Land nicht, sie verachten es. Aber auch in Deutschland, auch in Deutschland gibt es ja den beliebten Enkeltrick von Herrn Döpfner, der sich von Friedrich Springer 1 Milliarde Euro Aktien schenken lässt und darauf kaum Steuern entrichtet. Auch in Deutschland gibt es die Quant und Klattens, die mitten in der Krise hunderte Millionen Euro aus BMW herausgezogen haben. Deswegen ist es Zeit, dass diese Menschen nicht immer nur fragen, was das Land für sie tun kann, sondern auch etwas für dieses Land tun. Und deswegen fordert die Linke eine Vermögensabgabe mit hohen Freigrenzen auf Betriebsvermögen für die Milliardäre in diesem Land. Und zuletzt, es war richtig, das Kurzarbeitergeld zu verlängern. Aber es gibt viele Selbstständige in diesem Land, da geht die Krise doch jetzt im Winter erst richtig los. Und es ist weltfremd, dass man denen eben keine Hilfe zum Lebensunterhalt gewährt. Die Mittel werden ja gar nicht abgerufen. Und gleichzeitig werden die Amazons und Co.s in diesem Land immer mächtiger. Die haben profitiert in der Krise. Jeff Bezos geht es besser nach der Corona-Krise. Und deswegen ist es eine Schande, dass ausgerechnet die Bundesregierung auf europäischer Ebene blockiert, dass wir mehr Steuertransparenz bekommen und für jedes Land klar wird, wie hoch die Gewinne und die bezahlten Steuern dieser Multis sind. Und zuletzt, wir können es nicht hinnehmen, dass die Gangster im Nadelstreifen mit ihren Cum-Ex-Geschäften ungeschoren davonkommen. Es war richtig, dass wir jetzt eben auch, wo Steuern bereits verjährt sind, strafrechtlich zugreifen können. Aber das gilt eben nicht für die Altfälle vor dem 1. Juli 2020. Und das müssen wir hier dringend korrigieren. Es kann nicht sein, dass jeder Handwerker für jede Rechnung kontrolliert wird. Aber die Gangster im Nadelstreifen, die kommen ungeschoren davon. Das wird die Linke niemals akzeptieren. Sagt Fabio De Masi, der nicht nur finanzpolitischer Sprecher der Linksfraktion ist, sondern auch deren stellvertretender Vorsitzender. Und dieses Amt hat auch allerdings bei der Fraktion Bündnis 90 die Grünen Anja Heiduck.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Finanzminister, mein Kollege hat es schon gesagt, wir Grünen finden es richtig, dass für den Haushalt 2021 die Neuverschuldung hochgefahren wird, auch mit der Inanspruchnahme der Möglichkeiten der Schuldenbremse. Und von daher haben wir an dem Punkt Einigkeit. Aber ich muss hinterher schieben, mir war Ihre Rede insgesamt zu sorglos. Zu sorglos, wenn ich in die auch finanzpolitische Zukunft dieses Landes schaue. Und das kann man ganz leicht daran sehen, wenn wir schon mitgehen, wir müssen in der Krise jetzt noch mal Schulden machen, um Impulse zu setzen, um Vertrauen zu geben, um Wirtschaft, um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu unterstützen. Dann müssen wir aber auch gucken, wie gehen wir denn ab dem Jahr 2022 und folgende damit um? Und da muss ich nur in Ihre eigene Finanzplanung gucken. Da haben Sie selber einen Handlungsbedarf von 42 Milliarden Euro bekannt gegeben. Und wenn man die allgemeinen Minderausgaben, die Sie dann noch zur Gegenfinanzierung ansetzen, und wenn man auch noch die Verschuldung, die Sie dazu packen, ansetzt, dann kommt man insgesamt in dieser Zeit auf einen Handlungsbedarf, der über 100 Milliarden geht. Und das gibt Anlass zur Sorge. Und deswegen auch, liebe Kollegen von der Union, ich habe sehr genau zugehört, deswegen ist es, glaube ich, ehrlich und richtig, darüber zu reden, ob ein Tilgungsplan der neuen Schulden gesetzt auf 17 Jahre der einzig sinnvolle Weg ist oder ob es nicht ehrlicher ist, nicht es auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu schieben, aber vielleicht darüber zu reden, ob man 25 oder 30 Jahre Tilgungszeitraum macht. Das liegt auch in der Verantwortung, dass wir nicht nur zur Bundestagswahl sagen, wir haben die Situation im Griff, aber 22, 23, 24 ist dann großes Chaos angesagt und dann müssen wir harte Schnitte machen. So stellen Sie das im Moment auf und das finden wir unverantwortlich. Und deswegen wollen wir auch darüber reden, kann man eine Schuldenbremse reformieren und trotzdem das Nachhaltigkeitsversprechen ganz ernsthaft einhalten? Wir wollen eine Reform der Schuldenbremse, die sich ausschließlich auf die klassischen Investitionen dann bezieht, dass man einen Fonds über Jahre hat, wo es Vertrauen in die Wirtschaft gibt. Diese Investitionen wird der Staat auch machen mit einer Schuldenbremse und mit einer Solidität und mit einer Transformation der Wirtschaft. Wir stellen uns diese Fragen und ich erwarte, dass die Union und die SPD sich auch vor der Wahl diese Frage und dieser Reform stellt. Letzter Punkt, ganz kurz. Ich finde, wir müssen auch ehrlich sein, Herr Minister, Sie haben davon gesprochen, der Sozialstaat, auf den konnten wir uns abstützen. Der Sozialstaat und die gesetzliche Krankenversicherung, die sind unterfinanziert im Ausmaß von 16 Milliarden. Und wenn der Kollege Brinkhaus sagt, wir brauchen ein Beitragsmoratorium für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für Unternehmerinnen und Unternehmer, dann müssen Sie sich in diesen Haushaltsberatungen der Frage stellen, dass mit Ihrer Haushaltsplanung die Sozialabgaben steigen werden, wahrscheinlich über 40%. Und das ist in der Finanzplanung die nächste ungelöste Aufgabe, Beitragszahlerinnen und Beitragszahler zu schützen durch eine ehrliche Haushaltsfinanzierung der Sozialversicherung. Das gilt insbesondere für den Bereich Gesundheit. Da haben Sie eine ganz offene Baustelle, Herr Brinkhaus, Herr Scholz. Vielen Dank. Anja Heiduk war das für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen in der allgemeinen Finanzdebatte, die der Bundestag hier führt, im Zusammenhang mit dem Haushaltsentwurf für das Jahr 2021. Wir sind beim drittletzten Redner angekommen, Hans Michelbach aus der Unionsfraktion. Wie schon das aktuelle Jahr von der Corona-Krise bestimmt. Wir haben bereits in diesem Jahr erhebliche Schulden aufgenommen, um die Corona-Krise in Gesellschaft und Wirtschaft zu bewältigen. Für 2021 sieht der Entwurf des Bundesfinanzministers eine weitere Schuldenaufnahme von 96 Milliarden Euro vor. Meine Damen und Herren, ich sehe das Auftürmen solcher Schuldenberge ordnungspolitisch mit sehr großer Sorge, denn Schulden,
sind das Gift einer Staatswirtschaft, meine Damen und Herren. Der Vergleich mit der Finanzkrise 2009 ist grundsätzlich falsch, weil wir damals die konsumtiven Haushaltsaufgaben eingefroren haben, was heute nicht stattfindet, meine Damen und Herren. Jetzt ist die Einhaltung der Schuldenbremse ab 2022 angesichts der Zahlen des Etatentwurfs höchst gefährdet. In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 klafft eine strukturelle Lücke von mehr als 131 Milliarden Euro. Gleichzeitig steigen die Ausgaben, meine Damen und Herren. Der Sozialetat verschlingt 51% des Gesamthaushaltes. Meine Damen und Herren, die mittelfristige Finanzplanung, und das möchte ich betonen, verträgt keine zusätzlichen Belastungen. Meine Damen und Herren, Ausgaben und Einnahmeseite eines Haushaltes müssen immer wieder in Einklang gebracht werden. Nur so sichern wir die dauerhafte Handlungsfähigkeit für die Zukunft unseres Landes, meine Damen und Herren. Und meine Damen und Herren, wer heute hohe Schulden macht, sollte allerdings auch stets erklären können, wie er sie morgen bezahlen will. In der jetzigen Situation eine Steuererhöhungsdebatte loszutreten, wie es Herr Scholz getan hat, ist vorsichtig formuliert absolut kontraproduktiv, meine Damen und Herren. Er schafft nur mehr Verunsicherung bei Wirtschaft und Verbrauchern, die aber Planungssicherheit brauchen, um zu investieren, um zu konsumieren, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, was wir dringend brauchen, sind nicht Steuererhöhungsdebatten, sondern mehr Wachstum. Ohne Wachstum werden wir die Ziele der Konsolidierung nicht erreichen, meine Damen und Herren. Wir brauchen eine kluge, innovative und ordnungspolitische Strategie der sozialen Marktwirtschaft, damit wir Zuversicht und Perspektiven in die Wirtschaft bekommen, damit aus Kurzarbeit nicht mehr Arbeitslosigkeit wird, damit die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen wieder steigen. Was wir brauchen, meine Damen und Herren, sind Reformen, die unser dauerhaftes Ziel haben auf der Grundlage der 3x40-Formel. 40% Staatsquote, 40% Steuerquote, 40% Sozialabgabenquote. Da sind wir leider weit davon entfernt. Das muss unser Ziel sein, das wieder einzureichen, meine Damen und Herren. Und wir brauchen deshalb die Anreize mit einer Steuerreform. Es kann auch nicht sein, dass bei den Cum-Ex-Steuerbetrügern eine Verjährung, eine steuerliche Verjährung stattfindet. Über 50 Milliarden Steuerhinterziehung ist in der Verjährung, meine Damen und Herren. Das kann nicht sein. Wir brauchen ein schnelles Gesetz. Im Jahressteuergesetz muss in der Abgabenordnung dies erledigt werden. Sonst machen wir diesen Steuerhinterziehern das Geschäft. Das kann nicht stattfinden, meine Damen und Herren. Wir brauchen das endgültige Ende des Soli, der ohnehin verfassungsrechtlich höchst fragwürdig ist. Es macht doch keinen Sinn, meine Damen und Herren, einem Handwerker mit seiner GmbH mit der Mehrwertsteuer Subventionen zu unterstützen und auf der anderen Seite in seiner GmbH im Soli zahlen zu lassen. Das ist doch widersinnig, meine Damen und Herren. Das kann doch nicht sein. Und ich kann mir nur vorstellen, dass man dies erkennt, dass das unlogisch ist, aber dass man jemanden braucht, den man als Kapitalgesellschaft, als kleiner Handwerker mit seiner GmbH an den Pranger stellt. Und das ist aber absolut kontraproduktiv, meine Damen und Herren. Und wir brauchen deswegen auch ein Unternehmenssteuerrecht. 70% des Mittelstandes, der mittelständischen Firmen, sind Personengesellschaften. Und die werden zu hoch belastet. Das ist Wettbewerbsverzerrung zu den Kapitalgesellschaften. Und wir wollen die Personengesellschaft stärken, weil das sind die Familienunternehmen, die persönlich noch haften für die Arbeitsplätze, die sie schaffen, Risikobereitschaft haben. Und deswegen, meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Wir brauchen ein Belastungsmoratorium. Nicht der Staat, sondern die unternehmerische Kraft
und die Motivation unserer Arbeitnehmer schaffen das notwendige Wachstum, das wir brauchen. Wir brauchen Stabilität und einen klaren Kurs der sozialen Marktwirtschaft. Herzlichen Dank. Sagt Hans-Michael Bach aus der Unionsfraktion, Mitglied im Finanzausschuss. Und bisweilen hat er so auch durchaus eigene Vorstellungen, was die Finanz- und Haushaltspolitik angeht. Metin Hagverdi aus der SPD-Fraktion ist der vorletzte Redner in dieser Debatte. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind nach wie vor, war nicht so ganz klar heute in der Debatte, wir sind nach wie vor in einer Krise. Die Pandemie hat das ganze Land bis heute einen riesigen Stresstest unterzogen. Seit März diesen Jahres ist eine Menge passiert. Wir hatten einen Lockdown, Homeschooling, Homeoffice, mal besser, mal schlechter, Angst vor Entlassungen, Sorge vor Überforderung des Gesundheitssystems. In dieser Phase konnten wir sehr froh sein, dass wir einen starken, leistungsfähigen Staat hatten. Wir haben eine Menge gemacht. Wir haben sehr viel Geld in die Hand genommen. Mit zwei Nachtragshaushalten, auch hier, über eine 500 Millionen Euro in diesem Haushaltsjahr. Wir haben mit dem Kurzarbeitergeld viele tausend Menschen vor der Arbeitslosigkeit bewahrt und einen ökonomischen Schock fürs ganze Land verhindert. Aber die Unsicherheit bleibt, weil wir keinen wirksamen Impfstoff haben, weil wir kein wirksames Medikament haben. Diese Unsicherheit hat nach wie vor Konsequenzen für die Stimmung im Land ganz allgemein. Sie hat Konsequenzen für die Wirtschaft und sie hat, das muss man sagen, bei den ein oder anderen Demonstrationen, die wir in den letzten Wochen hatten, auch sogar Konsequenzen für die Demokratie. Deshalb müssen wir mit diesem Haushalt auch ein Zeichen ans Land setzen. Wir handeln. Wir werden das gemeinsam durchstehen, die Gesundheit der Menschen erhalten und den Karren so schnell, wie es irgendwie geht, wieder flott kriegen. Dafür nehmen wir noch einmal viel Geld in die Hand. Wir nehmen noch einmal Geld in die Hand mit dem Krankenhauszukunftsfonds. Das Konjunkturpaket setzen wir natürlich im nächsten Jahr fort. Für die Kurzarbeiterregelung, die wir verlängern bis 2021, stellen wir die Bundesagentur zum Beginn des Jahres 2022 schuldenfrei, komme was wolle. Und wir machen eine Investitionsinitiative, die historisches Ausmaß hat. Es ist hier schon gesagt worden. Von heute, in diesem Jahr, bis 2024 270 Milliarden Euro Investition. Die größte Investition in der Geschichte unseres Landes. Ein richtiges Zeichen historisch zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube aber, wir sollten noch mehr tun. Zusätzlich würde ich mich freuen, wenn wir gemeinsam mit der Union unsere Programme noch passgenauer machen für die de facto immer noch ein Berufsverbot besteht. Ich denke hier zum Beispiel an die Reise- und Veranstaltungsbranche. Liebe Kolleginnen und Kollegen, während die Corona-Pandemie stattfindet, bleibt die Welt um uns herum nicht stehen. Während der Haushaltsberatung bis zur zweiten Dezemberwoche wird in den USA ein neuer Präsident gewählt. Egal wie diese Wahl ausgeht, Europa wird in Zukunft mehr Verantwortung für sich selbst übernehmen müssen. Wir haben in der Krise festgestellt, dass wir zu abhängig sind von Wertschöpfungsketten bis nach Asien, die uns sehr anfällig machen. Wir sehen, dass sowohl die gesundheitliche Entwicklung als auch die wirtschaftliche Situation in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union an uns nicht spurlos vorbeigehen, auch menschlich nicht an uns vorbeigehen. Das Virus macht an der Grenze eben keinen Halt. Lassen Sie uns diese Krise deshalb auch nutzen und uns national, aber eben auch europäisch, auf europäischer Ebene handlungsfähiger zu machen. Wir werden in den kommenden Monaten wichtige Entscheidungen hier hinsichtlich des EU-Haushalts und des Recovery Funds, des Wiederaufbaufonds, treffen. Das könnte tatsächlich ein Hamilton-Moment werden. Wir sollten diese Krise, wie wir das schon oft in der Vergangenheit gemacht haben, zum Anlass nehmen, uns zu fragen, reicht das? Können wir als einzelnes Land tatsächlich im Konzert der Mächtigen, USA, China, Indien und so weiter, können wir als einzelnes Land wirklich mitspielen? Können wir unsere Art zu leben global pflegen und verteidigen? Wir sollten die EU einen Schritt souveräner machen, denn nur so können wir in Zukunft unseren eigenen nationalen Interessen, unsere eigenen nationalen Interessen auf der Weltbühne Gehör verschaffen. Souveränität setzt aber auch finanzielle Handlungsfähigkeit voraus. Deshalb müssen wir auch hier in diesem Haus unsere Sichtweise auf EU-Eigenmittel und die Refinanzierungsmöglichkeiten der Europäischen Union den neuen globalen Herausforderungen anpassen.
Die Pandemie hat uns in den letzten 7 Monaten einiges gelehrt. Wir haben gelernt, dass wir nur solidarisch einer Krise entgegenwirken können. Wir haben gelernt, dass die Verantwortung tragen, die Abstand halten und Maske tragen für alle, für Arbeitsplätze, für die Möglichkeit, Schulen offen zu halten und für gesundheitlich besonders verletzliche Menschen. Und wir haben gelernt, dass wir einen handlungsfähigen Staat brauchen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, das will ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, wir haben gelernt, dass wir ohne einen Sozialstaat keine Pandemie bekämpfen können. Wir werden in diesem und in den nächsten Jahren, wir werden handeln. Ja, es gibt weiterhin Ungewissheiten. In der Wissenschaft gibt es Ungewissheiten, in der Wirtschaft und auch im privaten Umfeld. Unsere Antwort mit diesem Haushalt ist, wir sind bereit, was immer nötig ist, werden wir tun, um die Menschen in unserem Land vor gesundheitlichen Schäden zu schützen, um wirtschaftlichen Schaden abzuwenden und um unser solidarisches Gemeinwohl zu stärken. Die Menschen in unserem Land können sich auf uns verlassen. Ich freue mich auf die Haushaltsberatung. Vielen Dank. Mittenhag Verdi war das aus der SPD-Fraktion. Und dann sind wir beim letzten Redner in dieser allgemeinen Debatte, in dieser allgemeinen Finanzdebatte, wo es um Haushalt und Finanzen geht, angekommen. Tankred Schipanski wird der letzte Redner sein. Er ist auch digitalpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, ich fasse als letzter Redner dieser Debatte diese Debatte nicht zusammen, sondern ich möchte vielmehr zu einem Haushalt sprechen, der noch gar keinen Einzelplan hat. Es handelt sich nämlich um den Digitalhaushalt. Und es ist eine gute Tradition bei der Unionsfraktion geworden, dass die Digitalpolitiker in der allgemeinen Finanzdebatte dazu zu Wort kommen. Digitalpolitik ist Zukunftspolitik, es sind Zukunftsinvestitionen. Und es bleibt bedauerlich, dass der Bundesfinanzminister auch für diesen Bundeshaushalt nicht in der Lage ist, eine Übersicht über die Digitalausgaben der Ressorts zu erstellen. Daher lädt der Ausschuss Digitale Agenda nun die Ressorts einzeln ein, um diesem Geheimnis auf den Grund zu gehen. Einige konkrete Positionen werde ich aber bereits in dieser Debatte aufzeigen. Lassen Sie mich die 3 großen digitalpolitischen Leitlinien bei diesem Haushalt darstellen. Erstens die finanzpolitischen Vorgaben für künstliche Intelligenz. Wir haben als Koalition mehrfach diese KI-Mittel erhöht. Wir haben das in 3 Tranchen getan, 3x500 Millionen €. Die sind jetzt auch an die einzelnen Ressorts verteilt, obwohl man kritisch sagen muss, dass sich diese Verteilung als einem Parlamentarier nicht immer erschließt, wie das Ganze passiert. Wichtig ist, dass fachlich zuständige Ressorts wie das Bundesforschungsministerium und das Bundeswirtschaftsministerium von diesen Mitteln profitieren, denn ihre Haushalte zeigen, wie sinnvoll diese Mittel eingesetzt werden. Ich bin froh, dass die KI-Strategie weiter mit Mitteln hinterlegt wird. Wir haben 2 Milliarden jetzt im Einzelplan 60 noch mal eingestellt, die entsprechend abgerufen werden und insbesondere auch im europäischen Kontext. Zweite große Linie, die finanzpolitischen Vorgaben beim Thema digitale Schulbildung. 5 Milliarden für den Digitalpakt Schule, 500 Millionen € für die Endgeräte bedürftiger Schüler, 500 Millionen € für die Systemadministratoren, 500 Millionen € noch mal zusätzlich für Endgeräte für Lehrer, alles verpackt in Bund-Länder-Vereinbarung, wo der Bundestag unseres Erachtens viel stärker in das Monitoring und die Ausgestaltung einbezogen werden muss. Der Bundesrechnungshof findet hier die richtigen Worte in seinem Bericht. Lassen Sie mich aber auch sagen, noch mehr Geld löst die strukturellen Probleme unseres föderalen Schulsystems nicht. Wenn die Länder nicht endlich im Bereich der digitalen Schulbildung zusammenarbeiten und kooperieren, und auch mit dem Bund kooperieren, werden wir diese angestauten Probleme nicht bewältigen. Dritter Punkt, die finanzpolitischen Vorgaben der Koalition beim Thema Zukunftsfonds für Startups. Wir hatten uns auf 10 Milliarden geeinigt über 10 Jahre. Diese auszugeben. Mit Teil dieses Fonds soll Wagniskapital von institutionellen Anlegern mobilisiert werden, um unser lokales Start-up-Ökosystem zu festigen. Seit April sind hier Wirtschaftsministerium und Finanzministerium in Verhandlungen. Wir sind jetzt auf der Zielgeraden. Vielen Dank an Thomas Jatzombek, den Start-up-Beauftragten im Wirtschaftsministerium, dass er dieses Thema gemeinsam mit den Digitalpolitikern vorantreibt. Und der heute veröffentlichte Start-up-Monitor zeigt, dass unsere Aktivitäten Wirkung entfalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns beispielhaft auf einige Einzelhaushalte blicken, wo die Digitalprojekte eingebettet sind. Wenn wir in das Bundesinnenministerium schauen für das Thema E-Government, dieses nächstes Jahr 1,4 Milliarden Euro, nächstes Jahr nochmal 1,3 Milliarden Euro für Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes. Lieber Ralf Brinkhaus, vielen Dank, dass du das in diesem Koalitionsausschuss so gut durchgesetzt hast für dieses wichtige Thema.
Ich hoffe sehr, dass die Länder jetzt im IT-Planungsrat mitziehen und nicht blockieren und nachhaltige Strukturen geschaffen werden. Im Übrigen die dringend notwendige Registermodernisierung, für dieses Jahr noch 200 Millionen eingestellt, im nächsten Jahr 65 Millionen. Ich hoffe, dass jetzt hier auch der Koalitionspartner mit uns an einem Strang zieht und wir auch bei diesem Thema vorankommen. Blicken wir in den BMBF-Haushalt, deutlicher Aufwuchs bei der nationalen Forschungsdateninfrastruktur, knapp 200 Millionen nochmal für Quantentechnologie, die wir ausgeben. Im Bundeswirtschaftsministerium klares Signal für unser Projekt Gaia-X mit 88,5 Millionen. Da sind wir Taktgeber in Europa. Blicken wir auf das Ministerium für digitale Infrastruktur, 920 Millionen Euro im nächsten Haushaltsjahr nochmal für den Breitbandausbau, 40 Millionen für die Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft. Ich hoffe sehr, Andi Scheuer, dass das auch hebt, was sich die CSU da vorstellt, und 50 Millionen für die Spieleförderung, ein wichtiger Beitrag. Vielen Dank auch dafür. Wir müssen hier Innovationstreiber bleiben. Um Doppelförderung zu vermeiden, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es notwendig, dass wir ein gezieltes Projektmanagement gewährleisten. Dazu brauchen wir zukünftig ein Digitalbudget. Wir müssen als Parlament besser steuern können. Die gegenwärtige Budgetzersplitterung macht die notwendige Gestaltung, aber auch die Kontrolle durch den Haushaltsgesetzgeber schwierig. Auch die Regierung muss in der nächsten Legislatur die Digitalpolitik noch besser organisieren. Ich bin davon überzeugt, dass mit dem Haushalt 2021 wir die richtigen Schwerpunkte setzen. Es sind Zukunftsinvestitionen, es ist ein Zukunftshaushalt, und ich freue mich auf die Beratungen. Vielen Dank.